Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation. Wenn ihr das hört, gehen die EU und das Vereinigte Königreich getrennte Wege. Damit sind wir nur noch 27, und das verkünden wir in der Lage der Nation Ausgabe Nummer 175 vom 31. Januar 2020, einem ziemlich schwarzen Tag für die EU, aber vor allem, glaube ich, einem schwarzen Tag für das Vereinigte Königreich. Aber Hey, so wir haben es nicht anders gewollt. Yeah. Obwohl das kann man so nicht sagen. Die Mehrheit, glaube ich, insgesamt hat auch bei den Wahlen eigentlich dagegen gestimmt, aber weil die Opposition sich ein bisschen zu blöd angestellt hat, hat Boris Johnson äh, das Ding nach Hause gefahren und in und zwar fett, fett ja. nach Hause ja. gefahren. Und äh, auch dank des englischen Wahlsystems ist es jetzt also so, dass und, die und auch im Referendum, ne? auch im Referendum. Also es hat sich immer angedeutet, jetzt ist es Tatsache, wenn ihr das hört, äh, am Freitagabend, also in der, Freit in der Nacht von Freitag auf Samstag, äh, tritt das Vereinigte Königreich aus der EU. Aus, das ist ein Drama in vielen Akten. Was da jetzt kommt, haben wir oft besprochen. Da werden jetzt Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen losgehen, ob das bis zum Ende des Jahres alles über die Bühne geht. Wir haben große Zweifel, das haben wir schon oft gesagt, aber in die Glaskugel wollen wir da heute nicht gucken. Wir wollen einfach nur mal eine, quasi einen Trauermarsch einlegen äh, für dieses ja, bittere Ereignis. Ein bitteres Ereignis. Ähm, anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren und auch ein Zeugnis dessen, was so alles schiefgehen kann bei der direkten Demokratie. Äh, und ähm, ich glaube, das weitere Thema, wie können eigentlich demokratische Entscheidungen manipuliert werden, ähm, das wird uns sicher in der Lage auch weiter beschäftigen. Genau, Aber dann, spätestens bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Genau. Wahlen werden uns heute auch noch äh, an anderer Stelle in dieser Folge beschäftigen. Zunächst mal aber schauen wir auf unsere Gesundheit. Und zwar genau genommen auf das. Nein, ein konkretes Coronavirus. Es gibt nämlich eine ganze Familie von Coronaviren, aber ein ganz bestimmtes Virus aus dieser Familie ähm, hat in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Denn die Weltgesundheitsorganisation World Health Organization (WHO) hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Philipp, was hat es damit auf sich? Ja, genau muss das heißen, gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Das klingt für mich, sagen wir mal, der... Dimension etwas angemessener Notstand ist, ist zwar richtig, aber das klingt immer so nach Katastrophe und Weltuntergang. Es ist äh, ja eine Notlage von internationaler Tragweite. Die Weltgesundheitsorganisation definiert das so: Es ist ein außergewöhnliches Ereignis, das aufgrund der internationalen Ausbreitung von Krankheiten ein Risiko für die öffentliche Gesundheit für andere Staaten darstellt und das möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert. Und die WHO kann diese Maßnahme ergreifen. Seit 2005, wenn eine solche mehrere Länder bedroht und eine koordinierte internationale Antwort erforderlich ist. Wie gesagt, seit 2005 ist das möglich, fünfmal geschehen, 2009 wegen H1N1 dieser Grippeepidemie, 2009 im selben Jahr Kinderlähmung, Polio waren ein Problem, 14 war Ebola ein Problem, 2016 der Zika-Virus in Brasilien oder das Zika-Virus und 2019 eben nochmal Ebola. Das waren also die Fälle. Jetzt ist es also die Ausbreitung dieses neuartigen Coronavirus, wie gesagt, SARS, und Mers sind auch Coronaviren. Jetzt ist es eben 2019 NCOV. Und das kann Lungenentzündung hervorrufen. Es gibt bisher kein Heilmittel und keinen Impfstoff. Und die größte Sorge der WHO ist eben, dass sich das Virus eben auch auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreitet. Ja, was man dazu sagen muss, also es gibt kein spezifisches Heilmittel, aber es gibt inzwischen relativ gute ähm, generelle Therapie. Ne? So, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass. Ähm, eine Infektion mit NCOV oder ein Ausbruch dieser Krankheit quasi automatisch ein Todesurteil bedeutet. Allerdings muss man sagen, haben die Statistiken sich doch etwas verschlechtert. Wir hatten ja am Anfang in der allerersten Lage, wo wir über diese neue Erkrankung gesprochen haben, mal auf der Basis der damaligen Zahlen so eine Sterblichkeitsrate von 2 drei Prozent ausgerechnet. Da muss man sagen, haben sich die Zahlen einfach erhöht. Es gibt einfach inzwischen mehr Todesfälle. Ja, aber das, das ist nicht viel höher. Das, das nee? kommt, da, da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Also aber was sich massiv erhöht hat, ist die Zahl der Infizierten und, und Erkrankten. Also deswegen auch dieser Notstand, das war letzte Woche noch nicht der Fall. Und es breitet sich halt massiv aus. Das muss man einfach sagen. Zur, zur Tödlichkeit und Ansteckungsrate kann man gar was sagen. Aber dass er sich ausbreitet, ist, denke ich, unstrittig. China sagt, 2000, äh Quatsch, 213 Tote hat es gegeben. 9600, gut 9.600 Personen sollen erkrankt sein. Und die WHO, das habe ich noch mal nachgelesen, die haben so eine Art Bericht von dieser Sitzung äh, veröffentlicht, in denen auch die Chinesen Bericht erstattet haben. Und da wurde erwähnt, dass von diesen Erkrankten 17 Prozent ernste Fälle waren. Also das zeigt, was, immer ernst, mal, heißt, was immer ernst heißt. Aber es zeigt, dass die Erkrankten nicht alle sofort tot sind oder in Lebensgefahr Nein. schweben, sondern 17% Prozent dieser Fälle waren eben ernste Fälle und die anderen waren infiziert, aber eben keine ernsten Fälle. Aber das Entscheidende ist, es gibt eben jetzt auch weltweit Fälle. Am Donnerstag war der Stand 82 Fälle in 18 weiteren Ländern außer China, eben auch in Deutschland wo fünf Menschen in Bayern jetzt erkrankt sind, ähm, die wohl alle Kontakt zu einer Frau aus China hatten, die eine Schulung in Deutschland durchgeführt hat. Und die Infizierten sind also isoliert, aber wohl in guter Verfassung. Ja. Und insgesamt muss man sagen, gibt es inzwischen mehr Infizierte als bei SARS. Ähm, was bedeutet dieser Notstand? Naja, diese WHO sagt, ähm, die Länder müssen sich jetzt koordinieren. Es gibt also einen Krisenstab bei der WHO. Wissen muss ausgetauscht werden, wo halt die Länder auch berichten in diesen Krisenstab rein. Daten müssen ausgetauscht werden, Medikamente, Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen sollen eben unterstützt werden. Handels- und Reisebeschränkungen hat die WHO jetzt noch nicht vorgesehen. Allerdings gibt es Empfehlungen, Passagiere an Flughäfen und äh, Container- und Güterverladeplätzen zu überprüfen, was interessanterweise lange in Deutschland nicht passiert ist. Ne? Also das war auch, ist auch eine Kritik von einigen Virologen, die sagen, diese Frau aus China beispielsweise, die die Männer offensichtlich in Bayern angesteckt hat, die konnte halt einfach so einreisen ja. ähm, zu einer Konferenz in Stockholm, äh, wenn ich richtig nee Stockholm oder Schweden oder, irgendwo ich jedenfalls. glaube es war ich war die waren das war eine also ZDF war, hat gemeldet Konferenz in Schweden äh, wo die sich ähm, wo die sich alle getroffen haben ah okay ja. Okay, also ich dachte, die wäre nach Bayern eingereist. Nee, nee, aber jedenfalls also das war so eine Kritik am deutschen System, dass da einfach noch zu wenig auf Temperatur getestet wird, wobei glaube ich, die Chinesin ja ihre Symptome erst bei der Abreise beim Rückflug gemerkt hat und sich daraufhin hat äh, testen lassen, wahrscheinlich vermute ich mal hatte die beim Einreißen noch gar keine Symptome und wäre vermutlich auch nicht aufgefallen. Ja und das ist eben genau das Ding, wenn wir noch mal kurz zurückblicken auf bestimmte Eigenschaften dieser Erkrankung, die eben für die weitere Prävention und Bekämpfung wichtig sind. Besonders tückisch ist die sehr lange oder vermutlich sehr lange Inkubationszeit. Von, von Inkubare lateinisch ausbrüten, ja das finde ich so sehr ein sehr schönes Bild. Das heißt der Körper brütet diese Erkrankung zunächst mal eine ganze Weile aus, ohne dass er Symptome zeigt. Es gibt etwas unterschiedliche Daten. Das Robert-Koch-Institut, ein führendes Institut hier in Berlin für Infektiologie, redet von 14 Tagen Inkubationszeit, die Weltgesundheitsorganisation von zwei bis zehn Tagen. Aber es deutet eben vieles darauf hin, dass man jedenfalls eine ganze Reihe von Tagen, ohne Symptome zu zeigen, infiziert und auch ansteckend sein kann. Und das macht die Krankheit natürlich sehr gefährlich. Ähm, außerdem spannend, wie ansteckend ist das Ding. Ähm, da gibt es Hinweise dafür, dass es sowohl über Tröpfchen als auch über Schmierinfektionen zur Übertragung von Mensch zu Mensch kommen kann. Tröpfchen ist so zum Beispiel das, was beim Niesen äh, in die Luft abgegeben wird. Und da gibt es ja sehr schöne Visualisierungen, wo man dann sieht, wie so eine ganze Wolke von winzig kleinen Tröpfchen beim Niesen freigesetzt wird. Da kann man sich vorstellen, dass das eben nicht ganz ungefährlich ist. Schmierinfektionen, ja, wenn einer eine Türklinke anfasst zum Beispiel und dann an ein anderer Mensch diese Klinke ebenfalls anfasst und sich dann mit diesen äh, beschmutzten Fingern zum Beispiel die Augen reibt, dann kann es da zu einer Übertragung auf die Schleimhäute kommen. Diese Ansteckung misst man über die sogenannte R0-Zahl. Also wie viele Menschen werden von einem Menschen typischerweise angesteckt? Schätzungen bei diesem neuen Coronavirus gehen dahin, dass das wohl typischerweise drei bis vier Menschen sind. Das wäre dann etwa in derselben Region wie Weiland bei SARS. Masern zum Beispiel sind sehr viel ansteckender. Da geht man von einer R-0-Zahl ja natürlich nur in Ungeimpften per Populationen von etwa 18 aus. Aber, Philipp ist mir da ja eben schon so ein bisschen beigesprungen, du sagst, weiterhin ist die Letalitätsrate Gering. Wir zwei 2% ausgerechnet, Philipp, ist das doch noch aktuell? Ja, 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 gut. Also das ist ein bisschen über zwei äh, so jetzt geraten, aber wie gesagt, äh, das ist halt auch im großen Fragezeichen versehen, weil. Inkubation, ne, wie lange dauert es, bis wir wirklich wissen, wer krank ist, wer ist wirklich erkrankt, wie viele von denen sterben und so, das ist alles unter Vorbehalt. Aber äh, gibt schon mal zumindest eine Anhalt dafür, eine normale Grippe, da liegt die Letalität auch so bei 1 bis 2 Prozent. SARS waren es 30 Prozent. Ja, das heißt, dann wäre diese Krankheit zwar sehr ansteckend für, oder jedenfalls wohl bislang ansteckender als SARS. Ne, jedenfalls die Zahl der Infizierten ist ja wesentlich größer. Auf der anderen Seite aber wäre die Gefährlichkeit nicht äh, erheblich höher als die bei einer normalen Grippe. Und da muss man sehen, die normale Grippe ist ja auch eine sehr schwere Erkrankung. Wer schon mal eine echte Virusgrippe durchgemacht hat, der wird das äh, im Zweifel äh, als eine sehr unangenehme Erfahrung verbuchen. Ich hatte das 2002, 2003 mal irgendwann. Und das war also ein Riesenmist. Deswegen lasse ich mich seitdem jeden Winter impfen. Und wenn man das mal so erlebt hat, dann weiß man, das ist furchtbar. Aber es ist eben auch bei einem gesunden Menschen normalerweise nicht tödlich und nicht umsonst. Sind wohl vor allem alte, schwache und natürlich auch sehr kleine Kinder von dieser Krankheit wirklich gefährdet. Das heißt also, wenn man jetzt mal so Strich drunter macht Philipp, die Gefahr in Deutschland ist doch vergleichsweise gering, zum einen, weil es so wenig Erkrankte und damit auch so wenig quasi Infektionsherde gibt, zum anderen aber auch, weil man die Krankheit im Zweifel gut überstehen wird, oder? Ja, also zumindest deutet es darauf hin, die, die jetzt erkrankt sind, scheinen bei relativ guter Verfassung zu sein, die, die in China vor allen Dingen daran gestorben sind, scheinen, muss man immer sagen, eher alte und Menschen gewesen zu sein mit, ähnlichen Vorerk mit, mit, mit schon Vorerkrankungen. Das ist immer wirklich schwer einzuschätzen, weil es eben so viele unbekannte Größen noch gibt, finde ich. Und weil das Ding eben noch nicht abgeschlossen ist. Du hast die Grippe genannt, die geistert natürlich auch durch Twitter und ich habe es auch mal gepostet, dass in Deutschland in dieser Saison 17, 18, 2017, 18 über 25.000 Menschen an Grippe gestorben sind. Das ist allerdings eine Hochrechnung. Also da, da macht das Robert-Koch-Institut die Rechnung auf, wie viele Tote hätten wir normalerweise, ne, basierend auf historischen Daten, in dieser Zeit erwartet. Jetzt gab es eine Grippe wie viel mehr sind denn gestorben. Und daraus wird diese, diese Zahl der Grippetoten errechnet. Und da könnte man natürlich sagen, mein Gott, also wir haben jetzt äh, was 200 Tote in China und allein in Deutschland hatten wir in den Jahren 25.000 äh, Grippetote. Und da sagt der, dazu sagt der Virologe Professor Alexander Kikole äh, im NDR zu diesem Grippevergleich. Ja, das ist völliger Unsinn. Also es ist erstens nicht die größere Gefahr und zweitens kann man es nicht so vergleichen. Da wird gesagt, vor zwei Jahren gab es eine grippe in Deutschland, eine Grippewelle. Mit 25.000 Toten. Das wird erstens ganz anders berechnet. Da werden alle Fälle mit berechnet, die auch indirekt durch die Grippe gestorben sind, also Leute, die andere Krankheiten hatten und im Zusammenhang mit der Saison gestorben sind. Und zweitens ist es so, man muss ja sozusagen bei diesem Quotienten mitrechnen, dass über 10 Millionen Menschen die Grippe hatten damals. Und da kommen sie dann auf ein individuelles Risiko zu sterben auf unter 1 zu 1000, also 0,1 Prozent. Ähm, bei der neuen Erkrankung ist es so, dass äh, nach den chinesischen Daten jetzt etwa zwei Prozent der Menschen sterben, das ist mindestens zehnmal so viel. Und das noch größere Problem ist, wir kennen die Risikogruppen bei der neuen Erkrankung nicht. Bei der Grippe wissen wir genau, wen wir speziell schützen müssen, alte Menschen werden geimpft und ähnliches. Das haben wir ja alles bei dem neuen Virus nicht. Und es könnte sein, dass eine ganz gesunde Krankenschwester mit 35 Jahren, die vorher nichts hatte, möglicherweise an so einer Erkrankung stirbt. Und mit dieser Aussicht, dass so etwas passieren könnte, halte ich es für unverantwortlich, wenn auch unsere Gesundheitsbehörden sagen, das ist harmloser als die Grippe. Also da doch ein leicht anderer Zungenschlag. Also wie gesagt, ich hatte eben gesagt, normale Grippe hat auch ein bis zwei Prozent Sterblichkeit. Er sagt, es ist eher im Promilbereich, was die Sterblichkeit bei der Grippe angeht. Und er malt doch ein Bild, was doch etwas, den Virus oder das Virus als gefährlicher darstellt. Das, denke ich, muss man mal abwarten. In jedem Fall kann man sagen, Hände waschen, ne, Abstand halten, Maske hilft wohl nur bei Infizierten selber. Ja, also wenn die niesen, das wird dann halt aufgehalten. Die Frage ist, ob die Frage ist natürlich, wie dicht ist so eine Maske, wenn jemand niesen muss? Also mal ganz ehrlich, ob das so funktioniert. Ich meine, ich habe das ja selber schon, habe selber schon so Masken getragen, während mein Zivildienst ist vor allem. Und ähm, also ich war ja Rettungssanitäter ne? und dann im Krankenhaus gearbeitet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weiß ich nicht, ne, ob die Maske da hilft. Also wir haben jetzt auch noch nicht so viele Infizierte. Interessant finde ich halt noch, dass es natürlich viele jetzt Bestrebungen gibt, das Reisen einzuschränken. Ne? Also viel Flüge wurden gecancelt. Deutschland hat eine Teilreisewarnung zumindest für die Region in China ausgesprochen, für diese, in der, das, in der das Virus entstanden ist. Viele Fluglinien haben Flüge dorthin eingestellt. Diese 90 Deutschen, die sich in Wuhan in der Region befinden sollen, ausgeflogen werden und dann erstmal hier zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die wirtschaftlichen Folgen glaube ich sind auch nicht zu unterschätzen. China dritt ein Drittel des, des globalen Wirtschaftswachstums äh, stammt von China. Die exportieren Waren äh, und Dienstleistungen im Wert von 2.300 Milliarden Dollar pro Jahr. Also äh, und wenn die jetzt Flughäfen und äh, Häfen dicht machen, äh, glaube ich, wird das auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben so, ne? und weil Handelsketten abreißen und so. Also da ist doch, äh, sag mal, sind die Mechanismen der globalisierten Gesellschaft sehr gut zu spüren. Wir bleiben am Ball und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, immerhin scheint es mir doch so zu sein, dass ähm, die Aufmerksamkeit für diese neue Erkrankung sowohl äh, in der Bevölkerung als auch speziell bei den Verantwortungstragenden schon sehr, sehr hoch ist. Insofern würde ich denken, äh, was getan werden kann, dürfte wohl. Getan werden. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die Bahn und der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland bekommen nach einer Entscheidung des Bundeskabinetts Milliarden. Allerdings kann man sich schon die Frage stellen, ob insbesondere die Deutsche Bahn nicht noch mehr braucht als Geld. Aber zunächst mal möchten wir einsteigen in diesen neuen Themenblock. Wie sieht es aus bei der Deutschen Bahn? Mit einer guten Nachricht, jedenfalls auf den ersten Blick, weil nämlich die Deutsche Bahn mehr. Mehr Geld bekommt ähm, und die also insbesondere mehr Geld braucht, und die Regierung das wohl auch zahlen möchte. Äh, jedenfalls gab es da vor einigen Wochen ja bereits ähm, die Einigung des sogenannten Klimakabinetts, ähm, wo unter anderem beschlossen worden ist, eine jährliche Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn um eine Milliarde Euro äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das heißt also insgesamt zehn Milliarden Euro mehr Eigenkapital. Und Ziel des Ganzen sollte sein, eine Modernisierung und Ausbau und Elektrifizierung des Schienennetzes. Ähm, die Frage ist allerdings, bringt das jetzt wirklich was, Philipp? Da gab es in dieser Woche eine, äh, einen konkreten Schritt ähm, zur Finanzierung der Bahn. Ja, genau. Also das Klimakabinett, das ist ja schon ein bisschen älter, diese Entscheidung. Und diese Milliarde für das Eigenkapital, da haben wir vorher auch nochmal mit. Äh, mit Klaus-Peter Naumann gesprochen vom Verband Pro Bahn, also einem Verband, der sich für die Interessen der Bahnreisenden einsetzt und der ist wirklich ein profunder Kenner dieser ganzen Materie und er sagt also, diese Milliarde für das Eigenkapital, äh, die bringt jetzt nicht so irre viel, da sagt er, das Geld wäre besser angelegt in gezielten äh, Projekten, ähm, aber was halt in dieser Woche passiert ist, nee, in dieser Woche oder in letzter Woche, das weiß ich gar nicht, aber das ist in kürzlich, Mal, kürzlich ja. jüngeren Datums, da wurde die sogenannte dritte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, darüber hatten haben wir auch schon in früheren, in einer früheren Lage mal besprochen. Das ist letztlich die Vereinbarung äh, zwischen der Deutschen Bahn AG und äh, dem Bund, was denn die Bahn zu leisten hat und was der Bund dafür zahlt. Und das Ding ist jetzt auf zehn Jahre angelegt. Das war vorher kürzer, jetzt ist es auf zehn Jahre angelegt. Und äh, danach ist es so, dass die Bahn insgesamt bekommt 86 Milliarden. Euro über zehn Jahre. Davon muss man aber sagen, kommen nur 62 Milliarden vom Bund und 24 Milliarden muss die Bahn aus Eigenmitteln beisteuern. Wie gesagt, zehn Jahre Laufzeit. Das ist einerseits Planungssicherheit, andererseits aber eben auch schwierig, weil in der Zeit die Preise wahrscheinlich erheblich steigen werden. Und ähm, die Dividendenzahlungen der Deutschen Bahn Infrastrukturunternehmen, die sollen vollständig reinvestiert werden. Außerdem sollen diese Investitionen fließen in die Erneuerung von jährlich rund 2000 Kilometern Gleis, 2000 Weichen, Erneuerung von 2000 weiteren Eisenbahnbrücken in den nächsten zehn Jahren. 7 Milliarden Euro sollen alleine in Stellwerkstechnik fließen. Also mehr Geld. Gibt es dafür auch für Baustellen, ja, damit diese Baustellen weniger Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben? Da sollen dann Hilfsbrücken gebaut werden können, damit eben Züge ausweichen können und den Verkehr nicht blockieren. Zusätzliche Weichen und Signale soll es geben. Das ist sozusagen das eine Ding, was jetzt beschlossen wurde, diese 86 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren. Und dazu. Aber und, wie gesagt, das muss man, also die ja. Zahl klingt ja immer äh, wirklich enorm, äh, aber wie gesagt, wirklich vom Bund als Zuschuss ja. kommen ja nur in Anführungsstrichen 62 Milliarden. Immer noch eine Menge Geld. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei der Bahn aber einen gigantischen Investitionsrückstau ähm, und es sind eben nicht 86 Milliarden Zuschuss, sondern nur 62. 62, das muss man, man sagen. Klaus-Peter Naumann auch. Das klingt erstmal viel, aber angesichts äh, dieses enormen Investitionsrückstaus und der enormen Probleme und Nachrüstbedarfe, die die Bahn hat, hat, reicht dieses Geld nicht aus? Er sagt auch, weil das Planungsrecht so kompliziert ist, weil das alles ewig dauert und weil eben die Preise auch so stark steigen, vor allen Dingen steigen werden in den nächsten zehn Jahren. Er sagt, deswegen klingt es viel, aber erstmal ist es ähm, dann, dann unterm Strich wahrscheinlich doch nicht ausreichend. Was er aber durchaus begrüßt hat in dem Telefonat, was wir mit ihm geführt hat, war die, das Gemeindefinanzierungsgesetz, äh, die Änderung dessen. Und nämlich hat am Donnerstag der Bundestag beschlossen, mehr Mittel für die kommunale Infrastruktur. Infrastruktur zu geben, also Gemeindefinanzierungsgesetz. Entschuldigung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz heißt es. Ähm, wie der Name schon sagt, äh, steuert der Bund da Geld bei für die Verkehrsinfrastruktur der Gemeinden. Und da wurde ähm, die Summe verdoppelt. Also bisher gab es 333 Millionen, jetzt sind es 685 Millionen, die da jedes Jahr fließen sollen ab 2021 soll aus dem Haushalt sogar eine Milliarde Euro jedes Jahr bereitstellen ab 2025. Dann jährlich 2 Milliarden Euro. Das klingt erstmal so, als wäre das auch sag mal, eine Antwort auf eine Forderung, die wir immer gegeben haben: ja? Verkehrswende, Infrastruktur, mehr öffentlicher Nahverkehr, da muss irgendwo Geld herkommen. Das tut es auch, aber auch da liegt der Hase im Detail. Nämlich, bisher waren wohl diese äh, Gelder, diese 333 Millionen, äh, ausschließlich für Neu- und Ausbau zu verwenden. Jetzt darf das Geld und soll das Geld auch für die Grunderneuerung von U-Bahnhöfen, Treppenaufgängen, Tunneln etc. genutzt werden, also um bestehende Infrastruktur zu modernisieren. Da sagt Klaus-Peter Naumann, super Idee, genau das brauchen wir, weil wir eine irre marode Infrastruktur haben. Aber wenn das mit diesem Geld gemacht werden soll, reicht es nicht. Ja, Reicht auch dieses Geld nicht aus, um diese neuen Aufgaben, die damit im Zusammenhang stehen, zu erfüllen. Gut, ähm, aber trotzdem ist es natürlich erstmal eine gute Nachricht, dass eine ganze Menge Geld in die Hand genommen werden soll und nicht komplettes, äh, das komplette Geld des Bundes immer nur in den Straßenbau fließt. Ne? Also, ja, ne, muss man ja, man muss es sehen. Äh, es hat, das ist wie immer eine Frage von Glas äh, halb voll, voll halt leer, Glas leer. Halt leer. Mehr geht äh, immer, ne, klar. Mehr geht immer. Und ehrlich gesagt finde ich immer Kriti Kritiker, die sagen, das reicht nicht, finde ich immer so. Weiß ich nicht, Philipp. Also, gesagt, die, ja, gute Nachricht, die gute Nachricht ist, es gibt jedenfalls mal eine Menge Geld und wenn man es aufs Jahr runterbricht, sind es immerhin mehr als 6 Milliarden für Infrastrukturausbau. Ne? Wie das dann ausgegeben werden kann und so, I don't know. Ähm, ja, denn äh, du hast es gesagt, die Kosten steigen und es gibt ja inzwischen auch ähm, Hinweise, dass die Kapazitäten im Baugewerbe einfach limitiert sind. Ne? Das heißt also, es ist unter Umständen gar nicht so ganz einfach, dieses Geld tatsächlich auszugeben. Ähm, aber wir wollen jetzt den Blick noch mal ein bisschen weiten. Deswegen haben wir uns einen Experten eingeladen, äh, den wir fragen möchten wie es denn um diese Finanzierung steht, ob das tatsächlich ausreicht, aber mit dem wir auch einmal diskutieren wollen, welche weiteren strukturellen Probleme denn eigentlich bei der Deutschen Bahn angegangen, angegangen werden müssten. Und zwar sprechen wir jetzt mit Sven Christian Kindler. Er ist langjährig bei den Grünen politisch aktiv, schon seit seinem 18. Lebensjahr bei der Grünen Jugend, ist Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009, seit seinem 24. Lebensjahr, heute im Haushaltsausschuss des Bundestages tätig und auch Haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Willkommen bei der Lage der Nation, Sven-Christian Kindler. Hallo, freut mich. Also, wir haben ja eben eine ganze Reihe von großen Zahlen gehört. Äh, Geldbeträge, die in die Deutsche Bahn fließen, auf die eine oder andere Weise. Für den Laien, äh, für die Laien klingt das äh, faszinierend viel und so, als würde die Bundesregierung endlich ernsthaft in die Bahn investieren. Ist dem so? Richtig ist. Das ist mehr Geld, als in der Vergangenheit die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat. Gleichzeitig ähm, darf man sich von den Zahlen aber nicht täuschen lassen. Bei den 86 Milliarden sind auch Summen eingerechnet, die gar nicht die Bundesregierung zur Verfügung stellen will, sondern die die Bahn selber aus eigenen Gewinnen erwirtschaften muss. Das ist ein Spiel linke Tasche, rechte Tasche und das stärkt insgesamt nicht den Eisenbahnsektor. Und nach den Berechnungen der Deutschen Bahn, aber auch des Bundesrechnungshofes, ist es so, dass der Sanierungsstau mit diesen Geldern bei der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3 über fünf bzw. über zehn Jahre nicht abgebaut werden kann. Das heißt, die Bahn wird weiterhin eine Infrastruktur haben, die nicht auf Höhe der Zeit ist, die zum Teil äh, marode ist und die vor allen Dingen auch nicht fit für die Zukunft gemacht werden kann. Gerade Digitalisierung ist ein extrem wichtiges Thema, um die Bahn nach vorne zu bringen. Da geht es auch um Blockverdichtung, dass einfach mehr Züge in einer bestimmten Zeit auf den Gleisen fahren können und so das Angebot verbessert werden kann. Das sogenannte ECTS-System, alles das ist nicht ausreichend finanziert und mit diesen finanziellen Summen wird die Bahn nicht fit für die Zukunft gemacht werden. Die Finanzierung ist die eine Seite Ihrer Kritik. Auf der anderen Seite haben Sie ja vor kurzem im Handelsblatt aber auch weitergehende und vor allem strukturelle Schritte gefordert, um die Bahn als Verkehrsmittel und vor allem auch für den Gütertransport attraktiver zu machen. Unter anderem haben Sie dort gefordert, das Schienennetz sollte einer öffentlichen Steuerung unterstellt werden. Wo ist denn heute das Problem ähm, bei dem Infrastrukturausbau der Bahn, wie gesagt, ab, äh, abgesehen von den Finanzen? Es ist heute so, dass die. Äh die Bahn, die Deutsche Bahn AG als integrierter Konzern organisiert ist. Das heißt, sowohl der Betrieb des Güterverkehrs als auch der Betrieb äh, des Fernverkehrs ähm, und gleichzeitig äh, die ganze Frage der Schieneninfrastruktur, der Netze, ist in einem Konzern geregelt. Da also sind das verschiedene Gesellschaften, aber trotzdem gibt es zahlreiche Verflechtungen untereinander und es ist sehr intransparent, wie die Geldflüsse untereinander sind, dabei darf man nicht vergessen, dass die Deutsche Bahn ja auch sehr auf der ganzen Welt global aktiv ist, viele Auslandstöchter hat und insgesamt ein so großer Konzern ist, der inzwischen nicht mehr steuerbar ist, nicht mehr kontrollierbar ist, weder für den Aufsichtsrat noch für das Management, die Bundesregierung hat sich jahrelang darum gar nicht gekümmert, der CSU war die Maut viel wichtiger als die Deutsche Bahn und deswegen ist es sehr wichtig, dass man eine klare Inhaltliche Trennung hat zwischen der Schieneninfrastruktur, das heißt die DB-Netz AG, und dass sie aber auch zusammengelegt wird mit anderen Bereichen, die auch das Netz betreffen, zum Beispiel DB-Energie die sich um die Energieversorgung kümmern, aber auch DB-Stationen und -Services. Da geht es um die Frage von Bahnhöfen. Das sind alles momentan getrennte Gesellschaften. Und wichtig ist, dass man das auch zusammen denkt, damit man Schieneninfrastruktur insgesamt nach vorne bringt und das aber auch natürlich dann auch äh, trennt von dem reinen Fahrgeschäft und dass man da nicht zu so komischen Querverbindungen kommt und dass man auch das insgesamt aus Gemeinwohl ausrichtet. Dass man darf, dass man will, dass insgesamt die Schiene gestärkt wird, dass der Bahnverkehr in Deutschland gestärkt wird. Dafür muss man eine Gemeinwohlorientierung einführen, das darf nicht mehr ähm, gewinnorientiert sein. Aber was schlagen Sie denn konkret vor? Also, ich äh, verstehe das so, dass Sie sagen, äh, einige Gesellschaften müssen zusammengelegt werden, Bahnhöfe, Netz, damit es eine Einheit wird und der Fahrbetrieb muss abgetrennt werden. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, naja, das ist aber eine technische Einheit eigentlich. Also wer schnelle Züge fahren lassen will, muss auch die Kontrolle über das Netz haben, äh, damit das alles funktioniert. Wo ist der Vorteil äh, Ihres äh, Ansatzes? Der Vorteil des Ansatzes ist, dass wir eine klare Verantwortlichkeit auch haben. Diese Verantwortlichkeiten heute sind hintereinander äh, vermischt und ähm, insgesamt auch nicht mehr steuerbar für die Deutsche Bahn. Wir sehen ja, dass es so nicht weitergehen kann, wie es jetzt ist. Wir haben einen, äh, einen Güterverkehr, der, äh, der nicht äh, wirtschaftlich ist, der massiv hinter der Straße und den LKWs zurückfällt. Wir haben massive Verspätungen jetzt im Fernverkehr bei Zügen. Das liegt daran, dass die Bahn zum Teil über Jahre kaputt gespart wurde von der Bundesregierung. Es liegt aber auch daran, dass Verantwortlichkeiten nicht klar sind und kein Fokus bei der Bahn ist, weil die Bahn jahrelang auf Privatisierung getrimmt wurde und sich immer noch an den großen Börsenkennzahlen orientiert, weil es die Rechtsform der Aktiengesellschaft hat. Die Privatisierung wurde zum Glück auch verhindert im Bundestag. Daran haben wir auch kräftig mitgewirkt, dass die Bahn öffentliche Hand bleibt und trotzdem haben wir immer noch privatrechtliche Strukturen und Orientierung an Börsenkennzahlen und keine Konzentration gerade im Bereich der Netze der Infrastruktur, was ein öffentliches Gut ist, was auch ein natürliches Monopol ist, dass das konkret auch dann durch eine öffentliche Anstatt, also eine anstatt öffentlichen Rechts zum Beispiel auch öffentlich gesteuert wird. Wir sehen im Regionalverkehr, dass man auch mit verschiedenen Anbieter sinnvoll sein kann, den Fahrbetrieb zu organisieren, dass es dadurch zu Wettbewerb kommen kann, der dazu führt, dass man nachher auch einen guten Bahnverkehr hat. Wichtig dabei ist, dass die Qualität stimmt, dass natürlich auch dieser Wettbewerb irgendwie gute Arbeitsbedingungen hat, dass Tarifverträge dort eingehalten werden. Aber insgesamt ist das schon möglich. Richtig ist, man muss dafür gucken, dass die Informationen auch im Gesamtsystem gut gesteuert werden und gut erhalten bleiben. Deswegen kann man auch über Zwischenschritte nachdenken, dass man zum Beispiel erstmal im Deutschen Bahnkonzern den Bereich Netze deutlich organisatorisch viel stärker trennt vom Bereich Fahrbetrieb, Güterverkehr, Personenfernverkehr und dass man da auch eine klare Trennung hat und gleichzeitig trotzdem über Schnittstellen organisiert, dass die Informationen gut zusammenlaufen. Das ist auf jeden Fall möglich und das kann man auch nicht von heute auf morgen machen, das müssen wir auch schrittweise machen im Dialog und im Austausch. Sie haben ja eben schon die Stichworte Steuerung und Verantwortlichkeit genannt. In diesem Kontext werden häufig die rechtlichen Strukturen bei der Bahn kritisiert. Das Stichwort Aktiengesellschaft ist schon gefallen. Die Bahn ist aber inzwischen ein großer Konzern, der aus vielen Einzelunternehmen besteht. Welche Struktur sehen Sie denn da aus rechtlicher Perspektive konkret als problematisch an? Das Hauptproblem ist die rechtsform der Aktiengesellschaft. Warum ist das ein Problem? Das ist ein Problem der Kontrolle und der Steuerung. Zum Beispiel bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer GmbH, kann, können die Eigentümer den Vorstand anweisen, in bestimmten Fällen Entscheidungen zu treffen. Das kann man bei einer Aktiengesellschaft nicht. Da gibt es kein Weisungsrecht. Da gibt es nur den Aufsichtsrat, der aber nur um dem Wohl des Unternehmens verpflichtet ist. Ähm, und nicht, nicht unbedingt in den Interessen des Eigentümers alleine, oder den weil die Bahn gehört uns ja allen, das vergessen viele Leute, die Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund, also den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und gleichzeitig hat sie einmal gebaren, ähm, dass sie sich eben als internationaler, globaler Logistikkonzern aufstellt in, äh, über 140 Ländern der Welt unterwegs ist, häufig auch mit LKWs und Flugzeugen ähm, und ähm, sich an Börsenkennzahlen orientiert, zum Beispiel bei der Frage von äh, Kreditfinanzierung, beim Benchmarking in Bezug auf Ratingagenturen. Das müsste alles nicht sein. Man könnte auch klar sagen, die Bahn muss sich vor allen Dingen auf den äh, Schienenverkehr in Deutschland und dann auch in Europa konzentrieren. Aber es geht, und dann auch klar die Verkehrswende im Mittelpunkt setzen, das Gemeinwohl im Mittelpunkt setzen und nicht die Gewinnmaximierung. Und die Gewinnmaximierung ist ja ein klares Ziel, die Gewinnerzielungsabsicht von Aktiengeführten Unternehmen, von Aktiengesellschaften. Und jahrelang wurde uns zum Beispiel auch mit Hinweis auf das Aktienrecht Informationen im Bundestag vorenthalten, weil gesagt wurde, es gibt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, darf der Bundestag nicht wissen. Dafür haben wir fünf Jahre in Karlsruhe von dem Bundesverfassungsgericht geklagt, am Ende auch Recht bekommen, dass uns natürlich die Deutsche Bahn auch Informationen von Relevanz zur Verfügung stellen muss. Und trotzdem redet sich die Bundesregierung immer damit raus, wenn zum Beispiel Verträge mit der Deutschen Bahn schließt, wie bei der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3, über die wir schon gesprochen haben, dass sie sagt, ja, wir können auch nicht alles durchsetzen, was der Bundestag oder wir wollen. Wir müssen mit der Bahn ja einen Vertrag schließen. Die haben ja auch ihre Vorgaben, die sie halten müssen. Stichwort Aktienrecht. Und dann wird es eben völlig absurd. Ein Laden, der zu 100 Prozent gehört, deren Manager sagen uns dann, nee, das geht so nicht wegen des Aktienrechts und wegen unseren Interessen und dann müssen wir mit denen komische Kompromisse machen, die am Ende zulasten des Steuerzahlers und der parlamentarischen Kontrolle gehen. Deswegen muss man eine klare Inhaltliche Steuerung haben, und das geht nicht über die Aktiengesellschaft, weil das Aktienrecht da einfach vieles verhindert. Dafür muss man andere Formen wählen. Wir haben in unserem Gastbeitrag, äh, Toni Hofreiter und ich, vorgeschlagen, dass man das zum Beispiel über eine gemeinnützige GmbH regelt, damit man auch das Gemeinwohl direkt in der Rechtsform feststellt. Das wäre also Ihr konkreter rechtlicher Vorschlag, die gemeinnützige GmbH. Und was würde das jetzt konkret aus der Perspektive der Menschen bringen, die die Bahn als Verkehrsmittel nutzen wollen? Konkret ist es so, dass die Bundesregierung ähm, heute natürlich schon massiven Einfluss nehmen könnte, wenn sie denn wollte. Jahrelang haben sich aber die CSU-Verkehrsminister, gerade Herr Dobrunter und Herr Scheuer, nur um den Wahnsinn mit der Maut gekümmert. Also gibt es ein politisches Versagen, das man klar bei der Bundesregierung adressieren muss. Das ändert sich auch nicht alleine durch die Änderung der Rechtsform. Das politische Problem CSU im Verkehrsministerium, das bleibt. Aber trotzdem die Möglichkeiten einfacher klarer zum Beispiel zu sagen, die Bahn muss keinen Gewinn mehr erzielen, das Geld, was bei der Bahn ist, das bleibt im System, das wirkt sich dann aus auf Fahrpreise, dass man eben auch da klar hat, die Fahrpreise müssen dann eben nicht erhöht werden, um Gewinne zu machen. Das würde dazu führen, dass man zum Beispiel auch klar sagt, wenn man die Gemeindeorientierung hat, wir gucken nicht immer nur auf eine einzelwirtschaftliche Betrachtung von bestimmten Sparten, sondern wir gucken auf das Gesamtinteresse, das wir haben in Bezug auf Klimaschutz und Verkehrswende. Also wir führen wieder Nachtzüge ein. Die Nachtzüge wurden eingestellt wegen einzelwirtschaftlichen Berechnungen, die gesagt haben, das macht insgesamt so keinen Sinn. Nachtzug wirft keinen Gewinn ab. Und trotzdem ist ein Nachtzugssystem natürlich eine extrem wichtige Voraussetzungen, um gerade extrem klimaschädliche Kurzschreckenflüge eben abzulösen auch. Und da, da beißt sich die Katze eben in den Schwanz. Und deswegen muss man klar haben, dass die Bahn andere Ziele bekommt, eben sich nicht mehr am Börsenwert, an der Frage des Benchmarkings von Ratingagenturen aus den USA orientiert und den Kapitalmarktkennzahlen, sondern einen klaren Fokus hat auf den Schienenverkehr und das Gemeinwohl in Deutschland und das über eine klare Anweisung auch des Eigentümers an die Geschäftsführung eben auch die politik dort auch besser im sinne äh, der, der Klima, äh, des klimaschutzes der verkehrswende und der bahnkunde in deutschland da besser steuern kann. Also die Trennung von Bahnbetrieb und Strecke, haben wir ja gesagt, wird auch kritisiert, weil es eine Einheit geben soll, sagen Kritiker, eine informationstechnische Einheit. Ähm, gleichzeitig beklagen sich jetzt Konkurrenten der Bahn, dass sie bei dem bestehenden System Schwierigkeiten haben, die Gleise nutzen zu können, die sie eigentlich nutzen können sollen. Diese Vorschläge, die Sie hier unterbreiten, die sind ja jetzt nicht alle so nagelneu. Was äh, macht Sie optimistisch? dass das mal durchgesetzt wird, dass das tatsächlich mal Realität wird? Ja, ich bin optimistisch, dass wir zu grundlegenden Veränderungen bei der Deutschen Bahn kommen werden, weil, glaube ich, jetzt sehr klar viele Menschen sehen und viele in der Politik auch verstanden haben, dass es das so nicht weitergehen kann. Über Jahre wurden die Probleme verschleppt. Die CSU hat sich vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren, seit sie das Verkehrsministerium hat, um den äh, wahnsinnigen Neubau von Autobahnen gekümmert, überall neue Straßen gebaut, äh, die Autoindustrie gehätschelt und diese irre Maut vorangetrieben, aber hat die Bahn eigentlich links liegen gelassen. Dort, wo, die Bahn wurde in den letzten Jahren kaputt gespart und gleichzeitig hat die Bahn eben eine völlig veraltete und nicht zeitgemäße Struktur mehr mit über 700 Tochterunternehmen und Beteiligung ist der Konzern nicht steuerbar, deswegen ist die Strukturreform dringend notwendig, genauso wie die Bahn mehr Geld braucht, beides muss aber Hand in Hand gehen, damit es funktioniert und ich glaube der Druck auch den wir jetzt haben, weil die Klimakrise sich weiter verschärft, weil die Wissenschaft auch klar sagt, wir rasen auf eine riesige Katastrophe zu, wenn wir es nicht völlig umsteuern und Fridays for Future und viele junge Menschen Druck machen, Deswegen ist auch klar, die Bahn muss das Rückgrat der Verkehrswende sein, das Rückgrat für den Klimaschutz im Mobilitätssektor. Da sind in den letzten Jahren die Emissionen nur gestiegen, vor allen Dingen durch LKW und Autoverkehr, aber auch den Flugverkehr. Und da ist die Bahn natürlich die beste Alternative. Dafür brauchen wir aber eine funktionierende, eine sinnvolle Bahn, die deutlich mehr leisten kann auch in der Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass wir eine große Chance haben jetzt mit einer äh, sinnvollen Strukturreform, mit Milliardeninvestitionen in die Zukunft eben auch die Bahn bis 2000. 2030 wirklich auf eine ganz andere Ebene zu heben und die Fahrgastzahlen zu verdoppeln und ein modernes, attraktives äh, ja, Verkehrsangebot äh, auch zu schaffen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nationswend Christian Kindler, Haushaltsexperte bei den Grünen. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Der Berliner Mietendeckel wurde beschlossen. Das klingt immer so ein bisschen nach einer Berliner Lokalposse, aber wir greifen dieses Thema immer wieder auf, zumal es jetzt wirklich beschlossen ist und Gesetz ist, weil das Ding bundespolitische äh, Vorbildcharakter hat. Das, da guckt die ganze Republik drauf, alle, die irgendwas mit Miete zu tun haben, werden sich dieses Ding angucken, Gerichte werden sich darüber beugen, weil das extrem umstritten ist, weil das bisher in Deutschland die... Radikalste Maßnahme eigentlich ist, um steigende Mieten in den Griff zu bekommen. Und wie gesagt, das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag dieses Gesetz mehrheitlich beschlossen. 85 Abgeordnete stimmten dafür und Abgeordnete, ja, das sind ja auch, das ist auch die weibliche Form, 64 stimmten dagegen. Es gab eine Enthaltung und es gab ein paar kleine Veränderungen von denen wir nicht so genau wissen, wie sie jetzt so wirklich in der Realität sich widerspiegeln werden, aber das wollen wir eben noch mal äh, kurz euch darlegen, auch weil das Ding jetzt eben wirklich Wirklichkeit wird und die Mieten in Berlin eingefroren werden. Ja, ganz genau. Berlin will damit in den kommenden fünf Jahren, ja, immer wichtig zu wissen, das Gesetz gilt zunächst mal nur für einen begrenzten Zeitraum. Äh, zum einen für eine Begrenzung von neuen Mieten sorgen, aber äh, mit etwas zeitlichem, äh, zeitlicher Verzögerung sollen auch bestehende Mieten unter Umständen gekürzt werden können. Diesen Entwurf hatten wir ja schon im Detail besprochen. Äh, das Gesetz wurde nur mit kleinen Änderungen beschlossen. Im ersten Schritt äh, sollen die Mieten in Berlin für Neuverträge auf dem Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren werden. Aber auch in bestehenden Mietverhältnissen darf es darüber hinaus keine Mieterhöhung geben. Es gibt ein paar Ausnahmen in dem Gesetz, aber im Großen und Ganzen keine Mieterhöhungen mehr. Und ein zweiter Schritt wird erst in neun Monaten fällig. Danach sollen nämlich bestimmte Mietobergrenzen auch für bestehende Mietverträge gelten. Das wollen wir jetzt nicht nochmal ganz im Detail aufdröseln und durchrechnen. Dazu gibt es schon verschiedene Folgen der Lage der Nation, wer sich dafür Details interessiert. Spannend ist allerdings, dass dieser Mietendeckel ein sogenanntes Verbotsgesetz ist. Und das ist eine der zentralen Änderungen im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs. Und dass ein Verbotsgesetz bedeutet, dass, dass private Vereinbarungen, die diesem Verbotsgesetz zuwiderhandeln, per se unwirksam sind. Also ohne dass man da jetzt erst eine Gerichtsentscheidung einholen müsste oder ohne dass irgendeine Verwaltung eine Entscheidung treffen müsste, mit anderen Worten haben Mieterinnen und Mieter deren Miete im Vergleich zu den Anforderungen dieses Gesetzes zu hoch ist, die Möglichkeit auch ohne ein Gericht einzuschalten oder ohne sich zunächst mal einen Bescheid von der Behörde zu holen, höhere Zahlungen einzustellen. also man kann also quasi die Miete selber eigen, eigenverantwortlich absenken auf den Betrag, der nach diesem Gesetz tatsächlich noch erlaubt ist jedenfalls wenn von dem Moment an wo dieser wo auch in bestehenden Mietverhältnissen der Deckel greift, man hat dann allerdings natürlich das Risiko, dass man sich verrechnet hat äh, und der Vermieter eventuell damit äh, einen Grund zur Kündigung hat, wenn man also weniger Miete bezahlt, als äh, nach diesem Mietendeckelgesetz ähm, gilt. Die zweite Möglichkeit man kann auch auf die Feststellung einer niedrigeren Miete klagen. Man könnte also äh, zum Gericht gehen und sagen: Liebes Gericht, äh, in diesem Fall wäre das Amtsgericht zuständig, stell doch bitte mal fest, ähm, dass in meinem Mietverhältnis eine Miete von nur x Euro und nicht wie bisher y Euro gilt. Und wenn ein solches Urteil rechtskräftig wird, dann hätte es selbst dann Bestand, und das ist das Interessante daran, wenn das zugrunde liegende Mietendeckelgesetz irgendwann einmal kippen sollte, weil dann einfach dieses Urteil, diese Rechtskraft in der Welt wäre. Und die dritte Möglichkeit ist die, Philipp hat es gerade schon angedeutet, mhm. um die es in den letzten Tagen so ein bisschen Verwirrung gab. Wir haben diese Möglichkeit ausführlich erörtert in der Lage Live in Hamburg. Das war Ende August 2019, als wir es von dem Mietendeckel schon mal hatten. Da geht es um die Behör Möglichkeit, eine Behörde einzuschalten und quasi durch einen Verwaltungsakt, durch einen behördlichen Entscheid die Miete absenken zu lassen. Da gab es nämlich deswegen, viel Verwirrung, Philipp, weil es zunächst mal hieß, dass dieser Punkt gestrichen sei. Ja, der Tagesspiegel zitiert oder oder schreibt Zitat Mietendeckel zerrupft rot rot grün lässt die Mieter am Ende doch allein mit dem Argument von Amts wegen sollte den Vermietern eigentlich untersagt werden können die landesgesetzlich festgelegten Höchstmieten oder Mietsenkung eben zu überschreiten In diesem Fall hätten die Eigentümer dann vor Gericht ziehen müssen um sich gegen den Eingriff des Staates in das einzelne Mietverhältnis zu wehren So schildert der Tagesspiegel den ursprünglichen Plan also dass die fair Mieter hätten aktiv werden müssen. Und nun sagt er, ist es ist genau umgekehrt. Also, dass die Mieter und Mieterinnen im Zweifel ihr Recht vor Gericht durchsetzen müssen, mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Und da ist die Frage, stimmt das wirklich? Ja, und ähm, da muss man sagen, äh, jein. Also die Formulierung des Gesetzes ist an dieser Stelle in der Tat geändert worden. Dann gab es eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss vom 22. Januar, die jetzt auch tatsächlich vom Plenum beschlossen worden ist im Berliner Abgeordnetenhaus. Das heißt also die, eine, eine Änderung gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf. Früher hieß es nämlich mal, dass die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung auf Antrag von Mieterinnen und Mietern überhöhte Mieten absenken kann äh, oder absenkt. Absenkt ja. Die äh, Senatsverwaltung senkt ab. So heißt es da früher. Antrag und, und dann senkt sie. Genau, so hieß es früher und jetzt in der beschlossenen Fassung heißt es, die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung überwacht die Einhaltung des Verbots überhöhter Mieten sie kann von amts wegen alle maßnahmen treffen die insoweit zur durchsetzung erforderlich sind also das ist weicher. Das also ist weicher. Entfallen ist die Pflicht, senkt ab. Aber die Verwaltung kann nach dem beschlossenen Gesetzeswortlaut immer noch Bescheide erlassen. Und in der Tat scheint die Verwaltung das auch vorzuhaben. Also die Stiftung Warentest hat mal bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen nachgefragt. Das ist also die Behörde in Berlin, die das Gesetz an dieser Stelle umsetzen soll. Und danach will die Verwaltung immer noch Mieten per Bescheid absenken. Denn da heißt es so schön, oder jedenfalls darauf dringen, dass nicht mehr überhöhte Mieten genommen werden können. Zitat. Jetzt aus der Erklärung dieser Senatsverwaltung. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist danach insbesondere in der Lage, Verwaltungsakte zu erlassen, die das Verbot bezogen auf den Einzelfall wiederholen und diese Verwaltungsakte zu vollstrecken. Von dieser Handlungsmöglichkeit wird unser Haus auch Gebrauch machen. Anders als zuletzt vielfach in den Medien verlautbart, wird die Durchsetzung des Verbots überhöhter Mieten also nicht allein von Mieterinnen und Mietern abhängen. Ja, und das Gleiche gilt an anderer Stelle auch für die Bezirksämter. Mit anderen Worten, es gibt keinen Anspruch auf ein Tätigwerden der Behörde. Ja, und es, es ist auch so, dass diese Behörde jetzt nicht mehr quasi den Mietvertrag ändert. Also die Behörde soll nicht mehr durch Bescheid in den Mietvertrag eingreifen, aber sie soll durch Bescheid und will offenbar auch durch Bescheid auf die Vermieterseite einwirken. Keine überhöhten Mieten zu nehmen. Und natürlich könnten die Vermieter dann gegen diesen Bescheid noch mal klagen. Und es ist auch rechtlich nicht so ganz klar, was aus einem solchen Bescheid wird, wenn das zugrunde liegende Gesetz gekippt werden sollte. Aber jedenfalls kann man nicht behaupten, dass die Durchsetzung des Mietendeckels jetzt ausschließlich auf den Schultern der Mieterinnen und Mieter liegt. Im Gegenteil, die Behörde kann schon noch was tun. Sie kann noch nicht mehr direkt in den Bestand des Vertrages eingreifen. Und dafür wiederum gibt es gute Gründe. Das besprechen wir gleich noch bei der, bei dem, bei der Überschrift, warum die dieses Gesetz so umstritten ist. Die es, gibt Möglichkeit, Möglichkeit. es gibt noch eine vierte Möglichkeit, dieses Gesetz, diese, diese Senkung durchzusetzen. Das ist halt, Bußgelder zu verhängen. Ja, und Mieterinnen und Mieter können ihre Vermieter natürlich auch anzeigen. Muss man sich natürlich überlegen, ob es eine gute Idee ist. Ne? Also ob das zum Frieden beiträgt, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn es denn krass überhöhte Mieten sind, wird es wahrscheinlich keine andere Möglichkeit geben, wenn du die nicht zahlen willst. Möglicherweise, ne? wobei ich im Zweifel immer zunächst mal mich mit dem Vermieter oder der Vermieterin ja. unterhalten würde. Äh, rechnen Sie noch mal nach. Ist vielleicht ein bisschen viel. Äh, stellen sich, also Sie müssen sich klar machen, äh, Sie riskieren hier auch ein Bußgeld. Äh, wollen wir uns nicht lieber einigen auf eine abgesenkte Miete? Das ist übrigens in jedem Fall eine sehr gute Idee. Das Gespräch zu suchen. Das Gespräch zu suchen und vor allem eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Denn wenn man den Mietvertrag ähm, abändert und sich gemeinsam darauf einigt, ähm, zur Vermeidung eines Bußgelds die Miete festzulegen auf einen Betrag, der gerade noch zulässig ist nach dem Mietendeckelgesetz, ähm, dann hätte eine solche Vereinbarung ja auch dann noch Bestand, wenn das Gesetz irgendwann doch mal gekippt werden sollte. Ne? Mit anderen Worten, ähm, ist, Philipp hat es angedeutet, es ist im Sinne eines gedeihlichen Mietverhältnisses sowieso eine gute Idee, das Gespräch zu suchen. Aber Gerade vor dem Hintergrund der rechtlichen Unsicherheiten würde ich im Zweifel immer versuchen, eine Vereinbarung zu suchen und nicht einseitig irgendwas zu machen. Ja, ja. Äh, das Gesetz ist ja umstritten. Äh, haben wir gesagt, das wird haben wir auch viele Fraktionen und Parteien schon angekündigt. Äh, vor allen Dingen FDP ein Voran. Das wird vom Bundesverfassungsgericht. Ja, und die äh, CDU hat jetzt CDU hat Auch, laut genau, laut ja. auch Herr äh, Luschak, äh, mit dem wir gesprochen haben, hat das schon angekündigt. Also dieses Gesetz wird äh, vom Bundesverfassungsgericht ziemlich sicher landen. Ja, also die CDU in Berlin Berlin hat, hat quasi angekündigt, aus allen Rohren zu feuern, ähm, nämlich sowohl vor dem Landesverfassungsgericht in Berlin zu klagen, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Da stellen sich sogar noch spannende Fragen, inwieweit das sich nicht gegenseitig ausschließt. Ähm, also die Union hat da bildhaft gesprochen wirklich Schaum vor dem Mund. Ähm, sie hat aber, das muss man fairerweise auch einräumen, durchaus insofern einen Punkt, als die Frage ähm, durchaus juristisch schwierig zu beantworten ist, wie es denn um die Gesetzgebungskompetenz des Landes steht. Da, da darf Berlin sowas überhaupt regeln? Ne? Ganz wenn genau. Die Miethöhe steht im Bundesgesetzbuch, ja. äh, im bürgerlichen Gesetzbuch. Ähm, und eigentlich gibt es keinen Spielraum für Regelungen äh, im Zivilrecht. Ganz genau. Also wenn, der, wenn das Land Berlin jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, also in Mietverträgen gilt Folgendes, dann wäre das ganz sicher nicht möglich gewesen. Deswegen der Trick des Landes Berlin ist jetzt zu sagen, wir wirken ja gar nicht auf den Vertrag ein zwischen Mieterinnen und Vermieter, sondern wir verbieten nur dem Vermieter, eine Miete zu nehmen, die einen bestimmten Betrag überschreitet. Das ist aber natürlich ein Trick. Das muss man ganz klar sagen. Denn das Ergebnis ist natürlich schon, dass auf das, auf das Rechtsverhältnis zwischen beiden eingewirkt wird, auch wenn der Mietvertrag formal im Raum steht, so wie, wie das Bundesrecht das regelt. Ob das gerade noch in Ordnung ist, unter der Überschrift der Landeskompetenz für die Wohnungswirtschaft, das werden, wir haben es angedeutet, letztlich Gerichte entscheiden müssen. Wir haben das in der Lagefolge vom vergangenen Januar mal ausführlich diskutiert, weiß ich noch, das muss so die Lagefolge von Ende Januar ja. 2019 gewesen sein. Da geben, äh, erklären wir dieses Problem mit der Gesetzgebungskompetenz im Detail. Das wollen wir jetzt nicht alles wiederholen. Äh, ebenfalls umstritten sind die Auswirkungen des Gesetzes auf den, sogenannten, auf den Mietmarkt. Ne? Ja, denn was bedeutet das wirklich, wenn diese Wohnungen billiger werden? Ne, gibt es. Also, die Leute werden wahrscheinlich weniger ausziehen. Ja? Es kommen trotzdem ja noch Leute in die Stadt. Ja? Die werden womöglich schwer haben, äh, Wohnung zu finden. Naja, gut, also das, das, da muss, man muss sich ein bisschen sich überlegen, was bedeutet das. Wenn, wenn, wenn neue Mietverträge deutlich billiger werden, dann steigt im Zweifel die Mobilität. Also eines der großen Probleme auf dem Wohnungsmarkt ist ja zurzeit, dass Leute in Wohnungen sitzen bleiben, die ja. überhaupt nicht mehr passen, weil jeder Wechsel einer Wohnung mit enormen Mehrkosten verbunden wäre. Also heute, ich sag mal, Omi sitzt in einer vierzimmerwohnung, wohnung weil sie halt früher viel Platz brauchte für ja. ihre Kinder, die sind aber seit Läng seit Jahren ausgezogen. Eigentlich würde man jetzt umziehen in eine Zweizimmerwohnung. Das das macht man aber nicht, weil die Zweizimmerwohnung Stand heute doppelt so teuer ist wie die Vierzimmerwohnung. Ja? Das heißt also, da gibt es, wie denn so, so Stadtsoziologen sagen, große Fehlallokationen von Wohnraum. Wohnraum, der nicht effizient genutzt wird. Ähm, wenn natürlich jetzt die Neuvermietungsmieten deutlich abgesenkt werden, dann könnte es sein, dass Menschen äh, ihre, die Wohnung sinnvoller nutzen und auch häufiger mal umziehen. Ähm, Allerdings entsteht natürlich jetzt mehr Konkurrenz um die leeren Wohnungen, einfach wenn die Mieten billiger sind, weil sich mehr Leute diese Wohnungen leisten können. Ähm, es da ist natürlich, aber, ja, da ist natürlich die Kritik, dass dann trotzdem die Besserverdiener das kriegen. Genau, das, das, ist, das ist die Kritik an der Stelle. Stelle ne? Aber da muss ja. man sagen. Immerhin haben Leute, die weniger verdienen, jetzt die Möglichkeit, sich da überhaupt zu bewerben. Das, die gab es vorher gar nicht. Wenn eine Wohnung 16, 17 Euro äh, kalt kostet, dann scheidet das für viele aus, dann müssen die da gar nicht auflaufen. Wenn sie jetzt, je nachdem Zustand, Baujahr etc., äh, maximal 10, 11, nicht mehr als 12 Euro eigentlich kosten darf, ne, die ganz neuen im guten Zustand, viel mehr wird das nicht sein, ähm, dann haben mehr Menschen Chance, das zu finanzieren. Ob sie das dann am Ende kriegen, entscheidet dann immer noch der Vermieter, die Vermieterin. Genau. Ja, aber weißt du, als, als, als sagen wir mal, Mieter mit sozialem äh, Vermieter mit sozialem Gewissen hast du dann auch nicht mehr ganz so das Gefühl, du bist der Depp. Ne? Wenn du jetzt eine Wohnung für 16 Euro vermieten könntest auf dem Markt, ähm, dann ist es natürlich schon echt ein großer Einschnitt zu sagen, ich bin sozial drauf, ich möchte, dass Menschen sich eine Wohnung leisten können, ich vermiete die trotzdem für neun. Ne? Dann machst du halt einfach sieben Euro Miese pro Quadratmeter, da musst du halt schon ein ganz großes Herz haben. Wenn du sie aber sowieso nicht so teuer vermieten kannst, dann nimmst du vielleicht doch aus sozialen Gründen in, in eine, in eine, in die, die Familie mit Kindern, weil da sagst hey, ich kenne kenn, kenn, kenn kenn zwei, zwei drei Wohnungseigentümer, Eigentümerinnen, die machen das genauso. Mach, die die könnten, ich habe mich selber auch ganz die, genauso Die, die, gemacht, die genau. könnten in Kreuzberg locker 15, 16, 17 Euro nehmen, wäre überhaupt kein Thema, nehmen halt zehn. Das ist immer noch viel, aber der Markt würde deutlich mehr hergeben, und Sie machen es aus den Gründen. Ja, genau. Ich habe, ich hab, das kenne das selber. Ich habe vor einiger Zeit eine Wohnung vermietet. Da hatte ich Angebote von so typischen Dink-Pärchen, äh, ne? Double Income, No Kids. Äh, Geld spielt keine Rolle. Und wir haben die vermietet an eine WG, ja, mit, mit wo einer von den Mitbewohnern sogar Migrationshintergrund hat, wackelige Arbeitsperspektive. Aber so. WG ist aufwendig, Das ist auch so eine Lebenslüge. Erste, da zahlt dann jeder WG-Bewohner, jede WG-Bewohnerin für das Zimmer 500 Euro. Dann hast du einen, nee, jetzt nicht bei dir, aber nee, so im Prinzip, nicht. Ne, Im Prinzip kann man das so machen, dass dann irgendwelche WG-Leute da 400, auch 500 Euro in der, in, der, in der Bude wohnen und das sind vier Zimmerwohnungen und dann können die auf einmal 2000 Euro für eine vier Zimmerwohnung äh, äh, bezahlen, die eine Familie mit zwei Kindern nie, nie, nie zahlen kann. Also das ist jetzt vielleicht, schweifen wir da auch so ein bisschen ab. Ich wollte nur sagen, ähm, jedenfalls dieser Mietendeckel macht es für, auch für die Vermieterseite leichter, soziale Kriterien in die Entscheidung einfließen zu lassen, weil man nicht mehr ganz so viel miese macht. und Außerdem muss man sagen, na wenn wenn halt einfach mehr billige Wohnungen auf dem Markt sind, dann streiten sich natürlich auch die Menschen, die eine billige Wohnung suchen, nicht mehr ganz so auf die Füße. Ja? Wenn alle Wohnungen billig sind, dann hast du, dann hast du einfach weniger Konkurrenz um die, um die wenigen billigen Wohnungen. Völlig klar. Andere Frage: Neubau. Die, ne? Genau, andere Frage: Neubau. Da, gab's zum, äh, da gibt es, gab es natürlich äh, von, von Vermieterseite so diese, diese Theorie, das war, hat ja auch Herr Lutschak nochmal deutlich gemacht, der Neubau wird völlig einbrechen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ich finde, das muss man mal abwarten, denn ähm, ganz ganz ehrlich, der Mietendeckel gilt ja gar nicht für Neubaden. Mit anderen Worten, die einzige Möglichkeit, nicht gedeckelte Mieten zu nehmen, ist Neubau. Ja, aber da finde ich das Argument, was mich da wirklich äh, überzeugt, oder sagen wir mal, was ich wirklich valide und belastbar finde, ist, ja, jetzt ab 2014, äh, ne, was ist äh, 2.14? Ne, ist glaube ich der 214. 2014, ja. Alle Wohnungen, die danach erstbezogen wurden, fallen jetzt nicht unter den Mietendeckel. Ähm, aber äh, natürlich, wenn du dir jetzt überlegst, baue ich ein, äh, ein, ein Haus, Kannst du vielleicht ausgehen, kannst du einerseits sagen, na gut, in fünf Jahren ist der Mietendeckel vielleicht vorbei und dann gilt das alles nicht mehr für mich? Nur, wenn 80 Prozent der Menschen in Berlin Mieter und Mieterinnen sind und die jetzt spürbare Erleichterung durch diesen Mitteldeckel kriegen, dann möchte ich den Politiker, die Politikerin sehen, die sich da hinstellt und sagt, diesen Mietendeckel, den streichen wir wieder und der ist in fünf Jahren vorbei. Daran glaube ich nicht und deswegen kann ich das verstehen, wenn Leute, Investoren jetzt sich überlegen, Ehrlich gesagt, ja, jetzt ist der Neubau noch nicht erfasst, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich muss damit rechnen, dass mein Neubau in fünf Jahren auch gedeckelt wird und da kann ich verstehen, wenn die sich jetzt überlegen, ob sie das machen. Ja, das kann ich auch verstehen. Und diese Argumentation ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und zwar insbesondere für größere Neubauprojekte, wo dann eben das Kapital vielleicht auch gar nicht aus Berlin kommt. Ob jetzt irgendwie der brave Handwerksmeister jetzt tatsächlich Berlin verlässt und stattdessen in Hamburg ein Häuschen baut, das weiß ich nicht, wenn ja. er in Berlin ansässig ist. Aber natürlich, die Großinvestoren werden sich vielleicht dann sagen, Berlin wollen wir nicht. Aber da muss man wiederum ganz ehrlich sagen, es ist auch noch ein anderer Effekt denkbar, denn Neubau könnte auch eine ganze Menge billiger werden. Also die Baukosten. Könnten sinken. Und zwar ganz einfach dadurch, dass ja dieser Mietendeckel vor allem eine Form von Bauprojekten total unwirtschaftlich macht, nämlich die Luxussanierung von Altbauten. Ja, denn du kannst eben durch diesen Deckel bei Altbauten ja nur relativ wenig Miete nehmen und damit ist eine insbesondere eine Luxussanierung, aber auch generell aufwendige Sanierung eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Also du hast jetzt als auf Vermieterseite einen starken Anreiz Altbauten, zwar natürlich so zu pflegen, dass sie nicht völlig vergammeln, aber eben auch nicht mehr so ganz groß aufzupolieren, was natürlich auch Riesenvorteile hat weil dann eben die Mieten niedriger bleiben. Und das bedeutet aber natürlich zugleich, dass da Nachfrage wegbricht im Bereich Handwerkerdienstleistungen, weißt du? weil diese ganze Luxussaniererei im Prinzip in Berlin weitgehend zum Erliegen kommen dürfte. Und das wiederum ähm, dürfte die Preise senken. Also ich weiß nicht, Philipp, ob du in den letzten Jahren mal versucht hast, in Berlin Handwerker zu bekommen, das war kein Spaß. Ähm, einfach weil, weil die Konjunkturlage so war, dass man also selbst wochenlang telefonieren konnte, unter Umständen ja. nur mal einen Klempner zu finden. Aber. Und ähm, wenn die ganzen Sanierungsprojekte wegfallen, dann bleibt ja mehr Platz für Neubauten. Ja. Ja, also ob das jetzt ein gutes Argument ist, dass die, dass die Leute Jobs, Jobs verlieren und Arbeit verlieren und die Nachfrage da sinkt. Das die sollen ja nicht Jobs verlieren, nee. die sollen halt einfach, dann, dann, dann sinken die Preise für Neubauern, das ist die Idee, nicht also Jobs verlieren. Eh, nein, Jobs verlieren nicht, aber wenn, wenn die Nachfrage so groß ist nach Handwerkern, wenn ich es erfreulicher, wenn es mehr Handwerker und Handwerkerinnen gäbe, die auf den Markt kommen und so irgendwie die Preise wieder sinken. Also ähm, und ich... Also wie gesagt, auch den Einfluss dieses Mietendeckels auf die Infrastruktur, auf den Zustand der Häuser, das mag so sein, dass es einfach... Ein etwas geringeres, aber doch noch okayes Niveau gibt, was den Zustand angeht. Es könnte aber auch sein, finde ich, dass einfach zu wenig Geld da reinfließt. Ja. Dann gibt es diese Härtefallregelung, dass wenn du das alles nicht mehr zahlen kannst und deinen Kredit und, 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 kannst du beantragen, dass du doch mehr Miete nehmen kannst. Aber ähm, du kannst ja auch ein bisschen Miete aufschlagen für energetische Sanierungen, so dass das ist nicht völlig ausgeschlossen. Aber ich finde, da sind Effekte in alle Richtungen denkbar. Genau, ich genau, genau, mir da echt schwer mit einer Prognose. Und das bringt, bringt mich ehrlich gesagt zum wesentlichen Punkt. Ähm man weiß es nicht, ja? aber der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht, der Bund regelt die Miethöhe so ein bisschen. Ja, es gibt eine Bundesmietenbremse, aber bei den Menschen kommt davon einfach wenig an in der Praxis. Das haben wir ja im Interview mit Herrn Lutschak im November auch schon besprochen. Und das führt einfach zu einer ganz breiten und auch völlig berechtigten Existenzangst. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Wohnung habe, Beispiel in Berlin-Kreuzberg, und ich verliere die, aus welchem Grund auch immer, dann ist einfach klar, ich werde dann hier so schnell nichts mehr finden. Das wird einfach extrem schwierig, hier eine neue Wohnung zu finden. Und diese Existenzangst der Menschen, vertrieben zu werden aus ihren angestammten Kiezen, die führt einfach dazu, dass sie sich Sorgen machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen: Das ist, wie gesagt, für mich der entscheidende Punkt. Das Land Berlin nimmt diese Sorgen ernst. Ja, und neue Wohnungen entstehen doch auch nicht. Nö, aber es reicht doch völlig, wenn, 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 mieten, wenn, Alt, wenn die Wohnungen, die da sind, bezahlbar sind. Aber Du kannst doch du jetzt 10 Euro eine Wohnung mieten, du kannst sie dir bloß nicht mehr leisten. Aber du hast ja auch gesagt, das Ganze ist verfassungsrechtlich, wenn überhaupt, nur dann tragbar, wenn es nicht die einzige Maßnahme bleibt. Das ist, das um, ist damit machst du jetzt mal ein ganz neues. Ja, Maßnahme. gut, aber, aber also, das, das muss ja mindestens passieren, dass auch neue Wohnungen gebaut werden. Ja, das ist, das ist natürlich richtig, ähm, aber das ist, äh, das ist aus meiner Sicht jetzt jedenfalls nicht der zentrale Punkt bei der Beurteilung dieses Mietendeckels. Ähm, natürlich muss das Land Berlin auch versuchen, andere Wege zu beschreiten, damit mehr Wohnungen entstehen. Das haben wir ja mit Herrn Lutschak auch ausführlich besprochen. Aber das ändert doch nichts daran, dass das kurzfristig ist, den Menschen nicht weiterhilft, wenn das Land Berlin dafür sorgt, dass in fünf Jahren möglicherweise neue, neue Wohnungen auf den Markt kommen. Es geht doch darum, den Menschen jetzt zu helfen, die jetzt möglicherweise aus ihrer Wohnung ausziehen müssen und jedenfalls keine bezahlbare Wohnung mehr finden können. Und, da, und deswegen finde ich diesen Mietendeckel politisch so erfreulich, weil er die Sorgen der Menschen ernst nimmt und eine ganz konkrete existenzielle Notlage adressiert. Natürlich produziert er jetzt als solcher keine neuen Wohnungen. Du hast es eben gesagt, Philipp, man muss abwarten, ob er äh, sich auf die, auf die Infrastruktur und auf den Neubau eventuell sogar negativ auswirkt. Aber zunächst mal ist es ein Projekt, wo das Land Berlin mal was ausprobiert. Ähm, und, und dann schauen wir doch einfach mal, wie es wirkt. Möglicherweise muss man nachsteuern. Ja, du hast äh, die Sorge von Menschen adressiert, die in Neubauprojekte investieren. Vielleicht muss das Land Berlin da zum Beispiel Berechenbarkeit schaffen, indem man ähm, eine Garantie gesetzlich fixiert, dass äh, ein Neubau bis zum Jahr so und so eben nicht gedeckelt wird. Ne? Denn das, du hast es gesagt, das ist bislang natürlich nicht ausgeschlossen, das könnte man aber gesetzlich ausschließen. Ähm, ähm, das wäre vielleicht noch eine gute Idee, aber im Grundsatz finde ich es einfach großartig, dass das Land Berlin es überhaupt mal probiert. Und damit zeigt, ähm, Demokratie wirkt, Politik wirkt äh, und eine Wahlentscheidung für eine Partei, die ähm, den Mietendeckel propagiert, hat auch konkrete Folgen. Das ist doch so ein bisschen ähm, oder das ist doch ein zentrales Problem, das wir haben. Demokratieverdrossenheit, die Menschen haben den Eindruck, die Politik. Die Politik kümmert sich nicht um ihre Sorgen. Und genau das, ähm, finde ich, tut die Berliner Politik. Wie gesagt, ob das rechtlich hält, äh, wie das sich praktisch, praktisch auswirkt, das muss man sehen. Da teile ich deinen, ähm, deine, deine Skepsis oder wie soll ich sagen, oder jedenfalls diese Unklarheit bei, der, bei den Prognosen. Aber ich finde es super, dass mal was passiert. Und es ist auch ein schönes Beispiel für den, für den berühmten Wettbewerbsföderalismus, ne? dass einfach ein Land von 16 Ländern mal vorangeht, rechtlich eine bestimmte Gestaltung ausprobiert und dann können eben andere Länder sagen: Okay, das hat uns überzeugt, das hat funktioniert oder äh, vielleicht sogar der Bund. Ne? Oder man kann eben sagen: Nö, das hat nicht funktioniert, was die Berliner da gemacht haben. Ähm, aber jedenfalls ist es doch mal ein Versuch wert und äh, in ein paar Jahren sind wir schlauer. In diesen Tagen flammt eine Ur, nicht uralte, aber schon jahrelange Debatte wieder auf. Es geht um die Reform des Wahlrechts. Das klingt ein bisschen abstrakt. Konkret geht es eigentlich darum. Ist der Bundestag zu groß? Wie viele Menschen sollten eigentlich im Bundestag sitzen, damit das alles noch funktioniert, diese repräsentative Demokratie? Und was müssen wir tun, wenn wir denn meinen, er ist zu groß, um ihn zu verkleinern? Und ähm, da ist natürlich erstmal die Frage, ist er denn zu groß? Also es wird immer so gesagt, ja. Es sitzen zu viele Leute im Bundestag äh, ursprünglich, also eigentlich vorgesehen sind 598, derzeit sind es 709 Abgeordnete und äh, ja, Abgeordnete, die äh, im Bundestag sitzen. Ist das ein Problem? Also ich habe da ehrlich gesagt, was, was diese Größe angeht, auch meine Skepsis, ob das heute schon zu viel ist. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wir haben in Deutschland knapp über 60 Millionen Wahlberechtigte und 299 Wahlkreise. Das bedeutet also etwa 200.000 Wahlberechtigte pro Wahlkreis. Dahinter stehen oder also pro, also pro, pro Direktmandat. Ja. Wir haben dann natürlich unterm Strich zurzeit doppelt so viele Abgeordnete wie Wahlkreise. Das heißt also, jeder Abgeordnete ähm, vertritt um die 100.000 Wahlberechtigte ähm, und nochmal 25 Prozent mehr Menschen, weil ja nicht alle Menschen wählen dürfen. Ne? Bis äh, einschließlich 17 Jahren darf man ja nicht wählen. Ähm, das heißt also, das, das erscheint mir jetzt erstmal nicht zu viel. Ne? Ein Abgeordneter pro 100.000 Menschen klingt in meinen Ohren nicht zu viel. Ja, zumal ich habe die Länder jetzt nicht parat, aber es gibt in Europa etliche Länder, die gemessen an der Bevölkerungsanzahl noch mehr Menschen in den Parlamenten haben, auch absolut. Gibt es größere Parlamente? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da einsam, völlig überfüllt und zu groß unsere Kreise drehen in nee. Deutschland. Und man muss natürlich sehen: Die Zahlen, die wir gerade genannt haben, sind quasi die gesetzlichen Zahlen. Und da liegt jetzt vielleicht auch schon der Hase im Pfeffer, denn die tatsächliche Größe des Bundestags ist ja zurzeit 709, 709 ja. Abgeordnete. Und wenn man das dann mal durchrechnet, dann vertritt einer dieser Abgeordneten in Anführungsstrichen nur noch 87.000. Aber auch da würde ich noch sagen, das erscheint mir jetzt noch nicht. Wie gesagt, von der Repräsentation her noch nicht so viel. Es gibt aber eine Reihe anderer Nachteile, die in der politischen Diskussion sind. An erster Stelle, Philipp, werden häufig die Kosten. Genannt. Genau. Also wir landen jetzt, äh, glaube ich, das erste Mal über eine Milliarde, die der Bundestag kostet: Personal, Gebäude, ne, der ganze ja. Betrieb. Ähm, da würde ich sagen, eine Wahl ist auch teuer, ja, und man führt jetzt auch nicht, ich finde, Wahlcomputer einzuführen mit dem, mit dem Argument, äh, alles billiger oder so. Das finde ich ist bei solchen Sachen immer ein schlechtes Argument. Also, jedenfalls nicht das triftigste. Eine Demokratie darf ruhig Geld kosten, wenn sie leistet. So, das zweite Argument ist der Platz. Ja. Das ja. ist in der Tat ein Problem, äh, denn, also wie gesagt, 600 oder knapp, 6, 598 normalerweise, jetzt 709, das sind also etwa 100 mehr als eingeplant sind, das heißt also, die Gebäude des Bundestages sind dafür eigentlich schon nicht so ganz ausgelegt und Philipp, wenn ich höre, wenn ich es richtig höre, dann ist es doch so, dass der Bundestag da jetzt schon nach, nach bestimmten radikalen Maßnahmen freit. Ja, Schäu schäuble hat in Deutschland Deutschlandfunk gesagt, dass äh, seine Verwaltung, also Bundestagspräsident hat, äh, die Bundestagsverwaltung hat, glaube ich, bei der Berliner, bei dem Berliner Behörden schon irgendwie Genehmigungen angefragt, ob sie nicht Container aufstellen dürfen auf der Reichstagswiese, weil eben bei der, und das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, bei der nächsten Bundestagswahl durchaus nicht 709 Menschen im Bundestag sitzen können, sondern vielleicht 800 oder, oder unter Umständen, wenn alles schief geht, sogar noch deutlich mehr als 800. Genau. Und dann wird es nämlich... Definitiv zu knapp mit dem Platz. Dann wird der Platz zu knapp und dann tritt äh, oder dann dann wird auch das äh, wahrscheinlich größte Problem dieser äh, hohen Zahl der Abgeordneten so richtig virulent. Ähm, das sind nämlich die ist nämlich die Arbeitsfähigkeit in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages. Ne? Darum geht es eigentlich. Ja. Ne? ja, das das ist in der Öffentlichkeit bislang weniger diskutiert worden, einfach weil das auch nicht so trans, äh, transparent ist oder nicht so greifbar ist. Ähm, aber da scheint ähm, es wirklich Probleme zu geben mit der Arbeitsfähigkeit äh, und zwar einfach deswegen, weil ähm, weil bei immer mehr Abgeordneten halt auch die Ausschüsse im Bundestag immer mehr anwachsen und die Ausschüsse sind ja quasi die eigentlichen Gehirne dieses Bundestages. Das heißt, die eigentliche Arbeit findet ja weniger in den großen Sitzungen, in den Plenardebatten statt, als in den Ausschüssen, wo tatsächlich am Text der Gesetze gearbeitet wird. Und wenn diese Ausschüsse immer größer werden, wenn da tatsächlich dann alle reden wollen, dann dauert das einfach ewig und dann ist die Arbeitsfähigkeit hier offensichtlich beeinträchtigt. Ich kann das persönlich nicht einschätzen, aber so kritisieren das Bundestagsabgeordnete mit anderen Worten per saldo wird man sagen können: Jetzt diese 700 sind so gerade noch okay. Na, ähm, aber wenn es bei der nächsten Bundestagswahl über 800 Mandate werden, dann fängt es gewaltig an zu, zu knaschen. Knaschen. So, Die Frage ist, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie wird man denn dieser Zahl Herr oder Frau, dann ist die Frage, woran liegt denn das in erster Linie? Es gibt verschiedene Ursachen, aber woran liegt es denn in erster Linie, dass wir so viele Menschen im Bundestag haben? Ja, das liegt vor allem an der Arithmetik der sogenannten Übergang- und Ausgleichsmandate. Und ähm, wir haben lange überlegt, müssen wir es nochmal sagen? Und wir glauben schon, dass wir das noch in ganz kurz einmal zusammenfassen müssen, weil man sonst eigentlich die Reformvorschläge nicht so richtig versteht. Ähm, man wählt bei der Bundestagswahl mit zwei Stimmen, mit der Erststimme und der Zweitstimme. Die Zweitstimme ähm, legt die Stärke der Fraktionen im deutschen Bundestag fest. Da wird quasi dann aus dem Verhältnis der Zweitstimmen, wir vereinfachen das jetzt ein ganz bisschen, äh, ausgerechnet die Union hat 40 Prozent der Zweitstimmen, also soll sie auch 40 Prozent der Mandate kriegen. Die SPD hat nur 20, also nur 20 Prozent der Mandate. bisschen vereinfacht, aber ne? das ist im Prinzip die Idee. Das ist dadurch etwas komplexer. Dass dass es eben nicht eine bundeseinheitliche Wahl ist, sondern es gibt Landeslisten genau. und so. Aber, Aber das, das, das schenken ist. wir uns jetzt ja. mal. Ähm, Im Prinzip legt die Zweitstimme fest, wie stark die Fraktionen im Bundestag sind. Und dann gibt es die Erststimme, mit der man einen Kandidaten, eine Kandidatin in einem der 299 Wahlkreise wählen kann. Und dort gilt das gute alte Prinzip, the winner takes it all. Das heißt, wer auch nur eine Stimme Mehrheit hat im Wahlkreis, der ist auf jeden Fall gewählt. Nun könnte man sagen, ist doch gar kein Problem. Das Problem entsteht dadurch, wenn eine Partei nach den Zweitstimmen wenig Abgeordnete eigentlich hätte im Bundestag, als sie an Direktwahlkreisen gewonnen hat, dann, ist, dann, dann sind es quasi zu viel direkt gewählte Abgeordnete. Und dieses Mehr an direkt gewählten Abgeordneten gegenüber denen, die der Partei nach den Zweitstimmen zustehen, nennt man Überhangmandat. Also äh, CSU gewann in Bayern äh, bei der Bundestagswahl 2017 46 Wahlkreise. Nach Zweitstimmen standen ihr aber nur 39 Sitze zu. Genau. Macht sieben Überhangmandate. Also die haben, was die Zweitstimme angeht, 39 Sitze bekommen, haben 46 Wahlkreise gewonnen, also 46 Direktkandidaten und Kandidatinnen, die auf jeden Fall in den Bundestag kommen. Ähm, die müssen rein. Also kriegen Sie diese 39, die Ihnen nach Zweitstimme zustehen, plus sieben, plus sieben Überhangmandate. So. So, und und da weil damit aber das Verhältnis kaputt geht mhm. zu den anderen Parteien, ja, weil die CSU hat jetzt ja sieben mehr, als ihnen eigentlich zustehen würde, müssen die anderen Parteien, um wieder auf dasselbe Verhältnis zu kommen, auch noch Mandate dazu kriegen. Das Ausgleichsmandate. Sind, genau, das sind die Ausgleichsmandate. Und damit ist der Bundestag eben äh, heute genau elf. Nee, 111 Mandate größer, als es im Gesetz eigentlich vorgesehen ist. Und, ähm, und das liegt eben daran, ähm, dass inzwischen äh, die insbesondere die CDU und die CSU zwar sehr viele Wahlkreise gewinnt, aber bei den Zweitstimmen äh, eben nicht mehr weit über 40 liegt, sodass, 40 Prozent, sodass das irgendwie passt, sondern eben auch nur noch bei knapp über 30. Ne? Das heißt, sie gewinnt zwar sehr, sehr, sehr viele Direktkandidaten, aber ihr stehen eigentlich deutlich weniger Mandate zu und dadurch, insbesondere dadurch entstehen Überhang- und Ausgleichsmandate. So, und an dieser Logik, die bei der nächsten Bundestagswahl eben nach manchen Projektionen dazu führen könnte, dass es über 800 Mandate wären insgesamt, an dieser Logik möchten jetzt verschiedene Vorschläge etwas ändern. Insbesondere FDP, Linke und Grüne, die drei Oppositionsfraktionen, haben sich zusammengesetzt und jenseits aller ideologischen Unterschiede einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt. Philipp, und das ist bislang eigentlich so der konkreteste Vorschlag. Ja, das ist der konkreteste Vorschlag und nach meinem Eindruck auch bei denen, die sich ernsthaft damit beschäftigen und auch in der Journalisten-Community der, wo alle sagen, also das wäre schon mit der Vernünftigste und der sieht also vor, erstmal, dass es weniger Wahlkreise gibt. Ne? Statt 299 soll es nur noch 250 geben. Gleichzeitig soll, es, soll aber der Bundestag mehr Sitze enthalten, also Insgesamt 630 Mandate. Offiziell, ne? offiziell. Weniger, das wären weniger als jetzt, aber mehr als eigentlich bisher gesetzlich vorgesehen. Und das würde also bedeuten, dass der Bundestag nur mit 40 Prozent Direktmandaten gefüllt wird. Ganz genau. Und die Idee dabei ist halt einfach, wenn man die Zahl der, der, der Mandate anhebt, die über die allein über die Zweitstimme vergeben werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass die Zahl der Mandate, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, reicht, um alle Direktmandate versorgen zu können. Damit ähm, entstehen dann gar keine Überhangmandate und dementsprechend auch kein Bedürfnis nach Ausgleichsmandaten. Und ähm, schlaue Menschen haben das mal durchgerechnet. Das ist extrem kompliziert, ehrlich gesagt. Ähm, so Wahlverfahren und mit den früheren Stimmen also durchzurechnen, äh, weil da eben tausend Ausnahmeregeln gelten. Das Bundeswahlgesetz mit der Bundeswahlordnung ist extrem komplex. Aber schlaue Menschen haben das eben mal versucht, mit bisherigen Wahlergebnissen und auch mit angenommenen zukünftigen Wahlergebnissen äh, das mal durchzurechnen. Und sehr wahrscheinlich würde dieses Verfahren dazu führen, dass es nur noch ganz ausnahmsweise einzelne äh, Überhang- und Ausgleichsmandate geben würde. Und in der, in der Vergangenheit auch sehr wenig gegeben hätte, wenn das ja. schon gegolten wäre. Ganz hätte. genau. Ne? Also mehr Mandate insgesamt. Zu vergeben. Weniger Direktmandate führt dazu, dass Direktmandate äh, in der Regel nicht die Mandate überschreiten, die man äh, durch die Verhältniswahl der Zweitstimme bekommen hätte. So, ähm, auch Wolfgang Schäuble, Präsident, der also Präsident des Bundestages und auch Chef der Bundestagsverwaltung, er will auch die Wahlkreise reduzieren. Schäuble äh, wollte minus 10 Prozent. Und ähm, Ausgleich erst bei 15 Überhangmandaten. Genau, das ist so ein bisschen die Situation, wie sie in Deutschland bestand vor einer Gesetzesänderung ähm, in den 2000er Jahren. Also, früher wurden tatsächlich ähm, die Überhangmandate nicht ausgeglichen. Da gab es also die sogenannten Ausgleichsmandate noch nicht. Ähm, da gab es dann immer den verfassungsrechtlichen Streit darum, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, weil ja dadurch sich etwas das Stimmenverhältnis ähm, im Bundestag verschoben hat, ne? weil also die Zweitstimmen alleine nicht mehr über das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag ähm, entschieden haben. Das Bundesverfassungsgericht hat dann diese Grenze von 15 Überhangmandaten sich, wenn man ehrlich ist, ziemlich aus den Fingern gesaugt. Also, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, es muss Ausgleichsmandate geben, aber im Prinzip, aber nicht sofort, sondern erst bei mehr als 15 Überhangmandaten, hat also so eine gewisse Verzerrung ähm, des Zweitstimmenergebnisses durch die Überhangmandate zugelassen. Ähm, daran knüpft Schäubles Vorschlag an. Ähm, aber diese Reduzierung der Wahlkreise, jetzt egal ob nach dem gemeinsamen Oppositionsvorschlag oder nach dem Schäuble-Vorschlag, trifft auf entschiedenen Widerstand, und zwar insbesondere von der CSU. Also CDU, aber vor allen Dingen CSU, keine Überraschung, sie gewinnt alle Mandate, alle Direktmandate in Bayern. Das heißt, wenn es da weniger Wahlkreise geben sollte, die es wahrscheinlich geben, auch in Bayern weniger geben müsste, wenn es insgesamt bundesweit weniger gibt, heißt weniger CSU-Menschen im Bundestag. Das muss man so deutlich sagen. Ne? Deswegen ist die CSU da völlig eindeutig dagegen. Man muss aber zugestehen, auch die Mehrheit bei der SPD sieht äh, die Reduzierung der Zahl der Wahlkreise kritisch, denn ein paar Direktmandate gewinnt ja auch die SPD noch. Ähm, und äh, angesichts der im Allgemeinen drastisch schwindenden Stimmenanteile für die SPD äh, gilt, da so ein bisschen das Prinzip retten, was zu retten ist. Ne? Und deswegen klammert man sich auch dort ein bisschen an die Wahlkreise. Ähm, das, heißt, ähm, das heißt, also die Frage stellt sich, ist die Verringerung der Direktmandate wirklich die Lösung oder kann man nicht möglicherweise ähm, auch an anderer Stelle noch ein Schräubchen drehen? Ja, die Frage ist, also die Union argumentiert ja immer mit der Bedeutung dieser Direktmandate. Ne? Die kann man einerseits fragen, müssen die alle rein? Aber die Union sagt, das seien besonders legitimierte Mandate letztlich, ne? weil sie eben direkt gewählt wurden. Deswegen hängt die so an diesen Direktmandaten lehnen offiziell ab, dass deswegen ab, dass sie halt gekürzt werden, dass es weniger gibt. Und wahrscheinlich, das weiß ich jetzt so explizit nicht, aber ich würde mal fest davon ausgehen, dass die Union dagegen ist, dass Menschen direkt gewählt werden, aber nicht in den Bundestag kommen. Ja, sagen wir mal so, ganz so kann man es vielleicht auch nicht sagen. Es gibt immerhin eine Lösung, die diskutiert wird, ähm, wo, wo quasi ein gewonnener Wahlkreis kein 1A-Ticket in den Bundestag ist, sondern immer noch unter dem Vorbehalt steht, dass die Partei auch nach den Zweitstimmen genügend Stimmen bekommt. Das, so. würde, das würde also. Also bedeuten, man sortiert alle GewinnerInnen der Direktmandate einer Partei nach ihrem relativen Stimmenanteil im Wahlkreis. Also wie viel Prozent hat dieser Mensch im Wahlkreis verrockt? Also. Und das würde in dem Beispiel der CSU aus Bayern eben, ja, 47 gewonnene Wahlkreise oder 46, ich weiß nicht mehr genau, gewonnene Wahlkreise, aber nur 39 Plätze nach der Liste. 46. Von. 46 und 39 über zwei Stimmen zustimmende Mandate würde das bedeuten, man sortiert die 46 Gewinner nach ihrem relativen Anteil und sagt, na, die letzten sieben, ja, denen nach dem Zweitstimmergebnis kein Platz im Bundestag zusteht. Die verlieren ihr Direktmandat oder kriegen es gar nicht erst. Und dort rückt dann der Zweitplatzierte nach. Das wird typischerweise der SPD-Bewerber sein in Bayern oder manchmal auch der Grünen-Bewerber oder die Bewerberin. Und dieser Mensch rückt dann ein, vorausgesetzt, dass seiner Partei entsprechend Mandate zustehen. Aber weil das ja im Zweifel dann eine Partei ist, die nur ein, zwei Direktmandate gewonnen hat, reicht das dann. Das heißt also, das ginge schon grundsätzlich auch. Man müsste dann aber natürlich damit leben, das wäre ein, ein Nachteil dieses Systems, dass nicht alle Direkt eigentlich ja direkt gewählten Menschen auch ein Mandat kriegen. Das finde ich schwieriger. schwieriger und, dann, und, dann, und dann kommt jemand, dann kommt jemand, ja, vom zweiten Platz, ja kriegt dann irgendwie einen Platz im Bundestag, der aber, ne, der ja nicht direkt gewonnen der, hat der mit hat dem Argument hm. Zweitstimme, schwierig. Und es gibt noch das ein weiteres Problem, nämlich dass Einzelbewerber ohne eine Partei im Rücken, Klammer auf, die nach Zweitstimmen ja dann im Zweifel gar nicht reinkäme, Klammer zu, ähm, dann gar nicht mehr antreten könnten. Oder jedenfalls wäre das ein Problem. Wie geht man damit um, wenn jemand einen Wahlkreis gewinnt, ähm, der, der überhaupt der, der kann, gar nicht einzieht? Nach der, der der, nach Zweitstimme kein, kein Mandat hat. Also, das ist, das ist auch ein etwas ungelöstes Problem. Insofern würde ich sagen, auch wenn man da hin und her diskutieren kann, unter dem Strich wird man sagen müssen, wahrscheinlich müssen doch die Direktmandate immer ziehen, oder? Also, ja, also ich würde, ich, wie gesagt, ich finde, ich finde diesen Vorschlag von, von der FDP, von den Grünen und von den Linken total nachvollziehbar und klingt für mich nach einem guten Kompromiss. Insgesamt mehr Mandate, weniger Direktmandate insgesamt und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir mit den Zweitstimmen und den Mandaten hinkommen und äh, wir keine Überhang- und Ausgleichsmandate brauchen. Aber das heißt natürlich weniger Wahlkreise, das heißt größere Wahlkreise unter Umständen. Da sagen auch Abgeordnete aus Flächenländern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, die sagen, das wird dann irgendwann so groß, das können wir irgendwie gar nicht mehr abdecken. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch, also ich sehe den Punkt ja. ähm, in, gerade in den Flächenländern, auf der anderen Seite würde das ja nur etwa 19 Prozent mehr Menschen pro Wahlkreis, 19 Prozent mehr Fläche bedeuten. Ja. Ich glaube, das kann man schon noch stemmen. Das eigentliche Problem ist zum einen der Zeitdruck. In wenigen Monaten beginnt nämlich eigentlich schon die Aufstellung der Listen der Parteien für die Bundestagswahl 2021. Da gibt es enorm lange Vorlauf, enorm langen Vorlauf. Das heißt, eigentlich müsste so eine Reform bis zum Spätsommer durch sein. Und dann das zweite Problem ist ein politisches. Die GroKo hat bislang nämlich keine abgestimmte Position. Wie gesagt, die Opposition hat ein Konzept. Philipp hat dafür ja schon Sympathie ausgedrückt. Ich finde das auch ziemlich überzeugend. Ähm, aber jedenfalls aus der Union gibt es harten Widerstand. Ähm, bei der SPD ist das Bild gemischt. Wir haben gesagt, die SPD ist skeptisch bei der Senkung der Zahl der Wahlkreise. Auf der anderen Seite aber gibt es doch einige Sympathien für diesen Oppositionsvorschlag. Und wir, wir hatten jetzt bei der aktuellen Stunde jemanden von der SPD, der so Carsten gesagt Schneider. Hat. Carsten Schneider, ja. der sagt: So, wir sind in Gespräch mit der Union und würden uns für eine Absenkung der Mandate insgesamt im Bundestag unter das jetzige Niveau von 709 aussprechen. Aber die ist offen gelassen. Genau, und das Problem ist halt, wenn die SPD jetzt einfach so sagen würde, wir stimmen da mit den drei Oppositionsfraktionen, dann wäre das aus Sicht der Union sicher ein Bruch der GroKo. Und ähm, der Thomas Oppermann, äh, altgedienter äh, Kämpe der SPD-Fraktion, äh, hat deswegen jetzt den Vorschlag in die Diskussion eingebracht: Man könne doch einfach den Fraktionszwang aufheben. Ja? Macht man ja häufig bei Gewissensentscheidungen, und ich finde ehrlich gesagt, das ist eine sehr vertretbare Argumentation, zu sagen, äh, die Frage der demokratischen Repräsentation, wie soll das aussehen? Organisiert sein. Das ist eine solche Gewissensentscheidung, finde ich total plausibel. Wenn das nämlich so wäre, dann könnte ohne die Stimmen der Union relativ einfach eine Reform beschlossen werden, weil das dafür ein einfaches Bundesgesetz reicht. Interessanterweise ist im Grundgesetz ganz wenig geregelt. Also man muss jetzt nicht das Grundgesetz ändern, um eine Wahlrechtsreform durchzusetzen. Und auch das Bundesverfassungsgericht sagt, also das Grundgesetz ist sehr, sehr offen. Man könnte auch so ein, so ein Mehrheitssystem wie in England einführen. Das will keiner. Mit einfacher Mehrheit. Mit einfacher Mehrheit, genau. Also das will kein Mensch. Aber grundsätzlich denkbar, wäre das. Im Grunde wäre also, glaube ich, der Oppermann-Vorschlag sehr plausibel. Man hebt den Fraktionszwang auf, man sagt Gewissensentscheidung und dann wäre eine Mehrheit für den Vorschlag von Grünen, Linken äh, und FDP jedenfalls in greifbarer Nähe. Wir mussten diese Woche einen traurigen Jahrestag äh, feiern, beziehungsweise, naja, wie man es nimmt halt. ne, äh, Traurig, nicht traurig, also auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite nicht traurig, weil etwas Schreckliches beendet wurde, weil nämlich das äh, Konzentrationslager Auschwitz äh, befreit wurde. Äh, weiß ich jetzt nicht, äh, wie gesagt, ähm, äh, wie, wie soll man das bewerten, also es ist... Schön, dass es beendet wurde und äh, gleichzeitig äh, eine der größten oder die größte äh, Katastrophe. Äh der Menschheit. Ja, oder ich würde, ich würde sogar weitergehen äh, und formulieren, äh, wohl das größte Menschheitsverbrechen, ja, weil Katastrophe so ein bisschen klingt, In wie mir Theorien einschlagen, ja, genau. ne, als hätte man da nichts machen können, aber das ist ja genau das Problem, dass das eben äh, auf menschliche Handlungen zurückgeht, äh, na, auf die verbrecherische Ideologie des Nationalsozialismus ähm, und natürlich auch auf Handlungen Einzelner und deswegen greifen wir das kurz auf, weil ich an dieser Stelle einen Tipp loswerden wollte. Es gibt im äh, ZDF äh, eine sehr, sehr gute Dokumentation, gerade relativ lang, 88 Minuten, unter dem Titel Ein Tag in Auschwitz, die ähm, versucht zu rekonstruieren, wie tatsächlich so der Tagesablauf war, im, insbesondere im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ähm, und ähm, zu diesem Zweck schildert dieser Film. Also grob einen Tag im Mai 1944 zu diesem Zeitraum Frühsommer 1944 war also quasi der Höhepunkt des Massenmordes insbesondere an jüdischen Menschen vor allem aus Ungarn im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und dieser Film zeichnet das wie ich finde sehr sehr eindrucksvoll nach und zwar makabrerweise ausgehend von einem Fotoalbum ja die SS war nämlich so stolz darauf dass sie den Massenmord zu diesem Zeitpunkt relativ perfektioniert hatte dass sie also 10.000 Menschen und mehr an einem Tag umbringen konnte. Ähm, absurd und abstrus, ja, aber wie gesagt, die SS war so stolz auf diesen, auf diesen effizienten, in Anführungsstrichen, Massenmord, ähm, dass sie die Details in einem Fotoalbum festgehalten hat und dieses äh, sogenannte Auschwitz-Album ist zu einiger Berühmtheit gekommen und ist jetzt Grundlage dieser Dokumentation, also die hangelt sich so chronologisch etwa an den fast 200 äh, Bildern in diesem Fotoalbum entlang. Und ich kann diese Dokumentation nur empfehlen. Also ich hatte immer gedacht, ich wüsste schon relativ viel äh, über Auschwitz äh, und diese Verbrechen äh, der, der, des, der SS und der Nationalsozialisten. Äh, aber da kann man leider noch vieles lernen. Also insofern schaut euch das mal an, äh, ein großartiger, wenn auch natürlich inhaltlich furchtbarer Film. Dazu passt äh, noch ein anderes Thema, mit dem wir die Sache hier beschließen wollen. Ähm, ich bin diese Woche von äh, Phoenix eingeladen worden zu so einem äh, Interview, würde ich das mal nennen. Phoenix vor Ort heißt das und da haben wir gesprochen über Rechtsextremismus vor allen Dingen in der Bundeswehr. Da war diese Woche nämlich bekannt geworden, dass der MAD, der Militärische Abschirmdienst, 550 Verdachtsfälle hat wegen rechtsextremer Umtriebe in der Bundeswehr. Da ermitteln die und das sind eben 360 mehr als noch im Jahr zuvor und 40 Soldaten wurden wegen fehlender Verfassungstreue schon aus dem Dienst entlassen. Und da war dann auch die Frage: Ist das viel oder wenig? Haben wir ein äh, Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Und vor mir war halt interessanterweise ein Mann von der AfD äh, im Studio, dem ich dann auch begegnet bin und der wurde dasselbe gefragt. Und der sagte: Nein, wir haben natürlich kein Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Es sind ja über 180.000 Soldaten und Soldatinnen. Und wenn da jetzt gegen 550 äh, der Verdacht besteht, dann hätte die Bundeswehr kein Problem. Ich kann nur sagen: ähm, Jeder. Rechtsextreme oder jeder Extreme in der Bundeswehr und auch in der Polizei und sonst wo, ist einer zu viel. Und deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Problem. Wie denkst du? Also es sind ja auch vor allen Dingen, sie haben immer die Frage, sind es jetzt mehr geworden, weil es mehr geworden sind, oder sind es mehr geworden, weil man genauer hinguckt? Also zu diesem letzteren Punkt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wage ich jetzt keine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt, ähm, dass äh, auf der einen Seite Sensibilität hoffentlich gestiegen ist und man jetzt ähm, Rechtsextreme in der Bundeswehr als größeres Problem sieht. Ähm, auf der anderen Seite aber könnte ich mir auch vorstellen, ähm, angesichts der Klimaverschiebung in unserem Lande, dass jedenfalls ähm, Menschen mit solchen wahnsinnigen Auffassungen, die jetzt deutlicher ausleben, weil sie einfach mehr das Gefühl haben, dass ist irgendwie okay oder schlimmer noch, es gibt ohnehin eine schweigende Mehrheit, die auch so drauf ist. Ne? Ähm, wobei man auf der anderen Seite ja sagen muss: Es gibt ja immer wieder Umfragen, die festhalten, dass äh, die politischen Auffassungen in Deutschland. In dieser Hinsicht erfreulich konstant sind. Also der Anteil der Menschen, die tatsächlich ähm, zum Beispiel ein verfestigtes rechtsextremes Gedankengut hat, ähm, die steigt ja erfreulicherweise nicht. Ne? Das denkt man immer nicht. Man denkt immer, ähm, es werden immer mehr Nazis, aber es ist Gott sei Dank eigentlich nicht so. Äh, insofern weiß man, weiß man nicht mit Sicherheit, ob es wirklich mehr sind, aber jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass die aus verschiedenen Gründen häufiger gefunden werden. Wie gesagt, häufige äh, größere Sensibilisierung der Vorgesetzten oder der, der Kameraden auf der einen Seite und äh, wie soll ich sagen, mehr Dreistigkeit, mehr Offenheit ja. bei den Nazis auf Genau. Der anderen Seite. Dazu gibt es die Tage auch ein Medienradio mit Matthias Quenten, einem Soziologen aus Jena, der ein Buch geschrieben hat, äh, Deutschland Rechts Außen. Der äh, legt das auch nochmal da und beschreibt eben diesen, diese, den Aufstand dieser neuen Rechten als Rückzugsgefecht gegen eine immer liberaler werdende äh, Demokratie. Bei, bei Phoenix kam dann auch die Frage auf, ob die AfD im Bundestag diesem Antisemitismus und dem Extremismus in Deutschland Auftrieb gegeben hätte. Und ich habe gesagt, also vielleicht ist die AfD... Per se keine antisemitische Partei. Die versuchen ja auch Juden und Jüdinnen irgendwie zu ihren Parteitagen einzuladen. Aber trotzdem würde ich sagen, sind sie ein Riesenproblem, auch jetzt nicht nur für Extremismus und völkischen Nationalismus insgesamt, sondern eben auch für Anti, in der Frage des, äh, des Antisemitismus, weil sie ja Antisemiten ein Zuhause bieten? Also Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen, der sagt, der redet zwar nicht vom in Anführungsstrichen Weltjudentum, was das Problem ist, aber der sagt so, na, der sagt so die kleine Geldmacht-Elite oder er warnt vor Dunkelmännern im Hintergrund ja, oder vor der Zitat krankhaften Machtstruktur des Zitat internationalen Geldmachtstruktur. Komplexes, der sagt. Da, da ist es nicht mehr weit zu ne, den alten Nazi-Begriff so, Finanzjuden. Ne? So, ne, genau. Das, ja. Und das, das ist eben. Und das weiß der natürlich. Natürlich auch. weiß der das. Und ja? alle Antisemiten wissen genau, was er meint und ja, fühlen genau. sich angesprochen und haben das Gefühl, aha, da geht es also hin, das ist wieder eine Möglichkeit, so kann man reden, ja. so kann man sich die Welt zurechtlegen, das ist wieder akzeptiert und möglich. Und deswegen würde ich sagen, solange solche Leute nicht rausgeschmissen werden, ist die AfD eindeutig, zumindest in Teilen, antisemitisch. Und wir haben ja auch Austritte. Also das ist jetzt ja eine Frau ausgetreten aus der, ich glaube, AfD insgesamt, aber mindestens aus der Fraktion, Verena Hartmann. Das ist der fünfte Austritt aus der Fraktion der AfD im Bundestag. Und sie hat das eben genau explizit getan mit der Kritik an diesem Flügel von Björn Höcke, dass die halt überall ah, präsent sind, quasi die Macht in der, in der AfD übernehmen. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde das, ich weiß jetzt nicht, was sie sonst so macht äh, und denkt, aber äh, das ist das Mindeste, ich, was man von AfD-Abgeordneten verlangen kann, dass sie sich aus dem Laden verabschieden. Ja, das, das ist immer eine ganz interessante Erkenntnis, dass man, dass man sich in manchen Situationen eben nicht darauf zurückziehen kann, man selber sei ja gar nicht so oder so drauf. Das gilt aus meiner Sicht schon für Wählerinnen und Wähler. Also wenn ich die AfD wähle mit dem Argument, ich, genau. ich will mal protestieren, aber diese ganzen ausländerfeindlichen Thesen, die teile ich gar nicht, dann würde ich sagen, nee, dann man muss die Menschen nicht. beim Wort nehmen. Ja, wer, wer, wer da mitmacht, ne, und auch als Wähler macht man mit oder als Wählerin, der ist eben in der Haftung für alles das, was die, jedenfalls programmgemäß tun oder was man weiß, was die tun. Wenn, wenn dann jetzt irgendjemand von denen privat Steuern hinterzieht, würde ich sagen, klar, da kann man jetzt nicht Wählerinnen und Wähler für in die Haftung nehmen. Aber wenn da jemand etwas tut, was Wie Alexander Gauland vorgeworfen Genau, hat, ne? bei Alexander Gauland wurde jetzt die Wohnung durchsucht. Ne? Diese Woche Vorwurf, Steuerhinterziehung. Können wir nicht beurteilen. Mag sein, mag nicht sein. Ähm, jedenfalls, äh, das, das wäre jetzt aus meiner Sicht so ein Ausnahmefall. Ne? Man kann jetzt Wählerinnen und Wähler oder auch Parteifunktionäre nicht in Haftung nehmen für so Exzesshandlungen von, von Einzelnen. Aber wenn da was passiert, was in der Parteilinie begründet ist, was eben nicht ausnahmsweise passiert, sondern strukturell immer wieder, dann sind aus meiner Sicht sowohl andere äh, Aktive in der Partei, andere Funktionäre, Funktionsträgerinnen, als auch Wählerinnen und Wähler da in der Mithaftung, würde ich ganz glasklar sagen. Also, Sascha Lobo hat das in seinem Debattenpodcast vor zwei Wochen auch noch mal sehr deutlich gemacht. Ähm, wer, wer Nazis wählt, der ist eben selber einer. Punkt. Egal, ob wenn er vielleicht privat total nett ist. Na, wenn das kein Schlusswort ist. Ach so, ein Hinweis wollte ich noch, einen Link-Hinweis. Und zwar, ähm, uns, wir haben auch Feedback immer mal bekommen, ähm, ihr müsst, könntet, solltet mit der Wortwahl genauer sein, was Extremismus und Radikal etc. angeht. Da habe ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung einen ganz interessanten ähm, Text gefunden von einem Soziologen, der sich dieses Problems auch nochmal annimmt und eben darlegt, warum extremistisch und Extremismus, sagen wir mal, my vielleicht Vokabeln sind, die für die Verwaltungspraxis äh, interessant sind. Aber wenn man sich dem Phänomen insgesamt gesellschaftlich nähern will, nicht wirklich weiterhelfen, sondern er spricht dann eher von sowas wie völkisch-national und äh, sagt eben auch, dass Linksextremismus und Rechtsextremismus durchaus unterschiedliche Phänomene sind. Und wenn man sie beide als Extremisten bezeichnet, wird man einfach der Realität nicht gerecht. Und nur noch ein Zitat zum Schluss. Die Methoden und die Ziele der sozialistischen Linken können antidemokratisch sein, sind es aber nicht notwendigerweise. Daher wäre es ungerechtfertigt, der extremen Linken pauschal das Etikett antidemokratisch anzuheften. Auf der extremen Rechten, auf die extreme Rechte, trifft dies aber allemal zu, zumal es auch Ihrem eigenen Selbstverständnis entspricht Doppelpunkt. Völkischer Nationalismus ist per se antidemokratisch. Und einfach, einfach, um noch eine ganz ja. kurze Begründung nachzuschieben, weil sie eben nicht von einem gleichen politischen Mitgestaltungsanspruch aller Menschen ausgeht, egal äh, welcher ethnischen äh, Zugehörigkeit sie sein mögen. Ne? Das ist eines der vielen Argumente, wieso das strukturell unvereinbar ist. Ja. Das vielleicht noch als Lesehinweis. Wie gesagt, Medienradio kommt dann auch noch mit, mit Matthias Quent, was auch noch zu dem Thema ganz interessant war, finde ich. Und ich würde sagen, damit ist die Lage für diese Woche ausführlich und abschließend erörtert, Ulf. Das würde ich ebenso sehen. Habt ein schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche, bleibt uns gewogen und vor allem F. empfiehlt uns weiter. Das hilft uns natürlich sehr. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, wenn euch die Lage gefällt. Und in diesem Sinne würde ich denken, bis bald. Bis dann. Tschüss.